Schauen wir mal, was das wird. Gut. So, Twitter zu, alles andere zu. Matura. Die Spielregeln für den zweiten Nebentermin, mittlerweile habe ich das schon ein paar Mal gemacht, aber ich erwähne es trotzdem wieder, damit es im YouTube wieder nach drinnen ist. Ich rechne die Matura von vorn bis hinten durch, falls es irgendwo was nachzuschauen gibt oder falls es irgendwo, keine Ahnung, wegen einer Formel Unklarheiten gibt, dann nehme ich die dafür offiziell zur Verfügung stehenden Ressourcen, also die Formelsammlung oder die die Formelsammlung. Und für die Rechnungen, die vor allem dann im zweiten Teil, im zweiten Teil wird man auf jeden Fall einen Rechner brauchen, einen Taschenrechner. Dafür verwende ich Sage. Sage ist ein quelloffenes Computermathematikprogramm, das ich im Rahmen meiner Arbeit recht regelmäßig und intensiv verwende. Das heißt, das schaut dann so aus, da ist das Interface, das ist in einem Jupyter-Notebook drinnen, falls das jemand was sagt. Und da drinnen kann man dann, wenn ich es da drüben auch noch aufmache, da drinnen kann ich dann das Ganze eben als ganz normales Taschenrechner verwenden. 1 plus 2 plus 3 ist 6. Wunderbar. Okay, ich blende es aber nur ein, wenn ich es gerade brauche, das bleibt dann die ganze Zeit drinnen. Und ja, alles was es sonst zu wissen gibt, ich stoppe die Zeit mit, nicht jetzt um die vorherigen Bestzeiten zu unterbieten oder mit daran zu messen, sondern weil mich interessiert, bei welchen Aufgaben wo wie viel Zeit liegen bleibt. Ich sollte vielleicht auch erwähnen, ich bin studierter Mathematiker, arbeite an der Uni Klagenfurt als Postdoc, habe also ein Doktorat abgeschlossen in Mathematik. Das Ganze hilft aber üblicherweise bei den Matura-Aufgaben überschaubar viel. Also nur weil ich promoviert habe in Mathematik, heißt das nicht unbedingt, dass mir die Rechnungen deswegen leichter fallen oder dass deswegen mechanisch weniger zu tun ist. Die Rechnungen sind die Rechnungen, zu tun ist, was zu tun ist. Es gibt selten Situationen, wo man eine Abkürzung wählen kann und dann sich dadurch irgendwas erspart. In diesem Sinne also, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich starte den Timer irgendwo. Hoffentlich geht das jetzt mit der 1 ist das gegangen, glaube ich. Ja, okay. Scrollen. Gut. Erste Aufgabe. Dreieck verschieben. In der nachstehenden Abbildung sind ein Dreieck mit Eckpunkten A, B und C sowie der Punkt A1 dargestellt. Die gekennzeichneten Punkte haben ganzzahlige Koordinaten. Okay. Das Dreieck soll so um den Vektor A, A1 verschoben werden, dass die Punkte A, B und C in die Punkte A1, B1 und C1 übergehen. Das heißt auf gut Deutsch, wenn man das Ding jetzt nimmt, sowas nehme ich nur als Farben, hätte ich ja nicht mal lila, dann möchte ich das Dreieck um diesen Vektor da hier verschieben. Ermitteln Sie die Koordinaten des Punktes C1. Na gut, wenn der Punkt A, B und C alle um den gleichen Vektor verschoben werden, das ist da jetzt der Vektor 2 in der Richtung, 1 in der Richtung, also der Vektor A ist 2, 1, dann wird B daher verschoben und C daher verschoben. Das heißt, der gesuchte Punkt ist da herum, das da ist jetzt der Punkt B1 da herunten und da herum ist der Punkt, das ist vielleicht ein bisschen großer Punkt, C1 und der hat damit die Koordinaten, kann man ablesen sogar, 5 und 6. C1, Koordinaten 5, 6. Gut, nächstes Beispiel. So, wie hat man da weitergeschalten? Mit 1 vielleicht. Ja, 1 war gut. Aufgabe 2. Lösung einer Gleichung. Nachstehend ist eine Gleichung in x-Element den reellen Zahlen angegeben. Die Wurzel aus 2x minus 6 ist gleich a, mit a aus den nicht negativen reellen Zahlen. Aufgabenstellung. Kreuzen Sie dasjenige Intervall an, das für alle Werte von a die Lösung der gegebenen Gleichung enthält, also das x. So, was darf man für x überhaupt einmal einsetzen? Für x darf man einsetzen alles, weil das ist eine reelle Gleichung, also das a soll reell sein, nicht negativ sein.
Das heißt, ich darf für das x alles einsetzen, sodass der Ausdruck unter der Wurzel nicht kleiner wird als 0. Das heißt, als Einschränkung, und da habe ich der Teil da, das muss 2x minus 6 muss größer gleich als 0 sein, was gleichbedeutend ist zu 2x größer gleich 6, was gleichbedeutend ist zu x ist größer gleich als 3. Genau, das heißt, und die Gleichung kann ich dann dementsprechend für jeden, für jede solcher angegebenen Werte lösen. Ja, mehr ist da, glaube ich, nicht zu tun, außer das x größer gleich 3. Was für Intervall ist das? Das ist das Intervall, das zweite Intervall, dieses da hier. Nehmen wir dieses. Gut. Nächste Aufgabe. Aufgabe 3, Radfahrer. Die Schule von Alexander und die Schule von Bernhard sind durch eine 13 Kilometer lange geradlinige Straße verbunden. An einem bestimmten Tag fahren sie beide von ihrer jeweiligen Schule aus mit dem Fahrrad entlang dieser Straße einander entgegen. Sie starten zu unterschiedlichen Zeitpunkten und begegnen einander T-Stunden nach der Abfahrt von Alexander. Bis zu ihrer Begegnung gilt: Alexander fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 18 km pro Stunde, Bernhard fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 24 km pro Stunde. Im gegebenen Kontext wird die nachstehende Gleichung aufgestellt und gelöst. 18t plus 24 mal t minus 1/3 ist gleich 13, t ist gleich 1/2. Wahrscheinlich ist die Frage, was sagt die Gleichung? Kreuzen Sie die beiden Aussagen an, die im gegebenen Kontext unter Betrachtung der obigen Gleichung zu deren Lösung zutreffend sind. Ja, was sagt die Gleichung? Gut, ich lese die Antwortmöglichkeiten aber noch nicht durch. Schauen wir uns das zuerst einmal an. Was haben wir da? T Stunden nach der Abfahrt von Alexander, und der Alexander fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 km/h. Das heißt, 18 mal T, wenn sie einander nach T Stunden treffen, dann ist 18 mal T, 18 mal T ist die von Alexander zurückgelegte Entfernung. Weg, ich schreibe jetzt so nur Weg von Alexander. Ja, das ist die eine. Wenn das ist gleich 13 ist, dann heißt das, dass der zweite Summander die vom Bernhard zurückgelegte die vom Bernhard zurückgelegte Weg sein muss. Das heißt, wir haben 24 mal t minus 1/3 ist der Weg von Bernhard. Und das funktioniert nur, wenn dieses t minus 1/3 die Zeit angibt. Dieses t minus 1/3 muss dann die Zeit, die Bernhard, ich schreibe jetzt nur b, unterwegs war. Das heißt, mit anderen Worten, wenn das t gleich 1/2 diese Gleichung löst, dann heißt es, dass der Alexander 1/2 Stunde unterwegs war, und der Bernhard war 1/2 minus 1/3, das ist 1/6 Stunde, also 10 Minuten unterwegs. Das heißt, für t ist gleich 1/2 haben wir t minus 1/3 ist gleich 1/6. Hochrechnen ist die schwerste mathematische Disziplin, aber in dem Fall ist 1/2 minus 1/3 nicht so schwer zum Rechnen, hoffentlich zumindest. Das heißt 10 Minuten. 10 Minuten ist die Zeit, die der Bernhard unterwegs war. Und er ist 1/3 Stunde, also 20 Minuten nach dem Alexander losgestartet. Das sind die Informationen, die Gleichung anzubieten hat. Und jetzt schauen wir, was die Kastel wollen. Alexander fährt um 10 Minuten später ab als Bernhard. Na, das ist falsch herum. Der Bernhard ist um 20 Minuten später losgefahren als der Alexander. Alexander ist bis zur Begegnung mit Bernhard 30 Minuten unterwegs. Alexander ist der mit die 18 km. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Bernhard ist zur Begegnung mit Alexander 20 Minuten unterwegs. Das stimmt nicht. Unterwegs war er nur 10 Minuten. Und die Frage ist, was unterwegs in dem Kontext genau heißt. Aber sagen wir mal gnädig und sagen, die gemeinte Antwort sind 10 Minuten. Alexander liegt bis zur Begegnung mit Bernhard 9 km zurück. Jetzt müssten wir rechnen. Alexander hat in der halben Stunde 9 km zurückgelegt. Ja, das stimmt auch. Und die letzte müsste ich jetzt eigentlich nicht mehr lesen, weil ich habe schon zwei richtige Antworten gefunden. Was ist die Aussage bei ihrer Begegnung? Sind die beiden von Bernhard Schule
weiter entfernt als von Alexander Schulz. Na, wenn der Arne schon, wenn der Alexander schon 9 Kilometer zurückgelegt hat, dann sind sie 9 Kilometer von seiner Schule weg und 4 Kilometer von der Schule vom Bernhard. Das heißt, sie sind näher bei der Schule von Bernhard. Gut, das war's. Nächstes Beispiel. Quadratische Gleichung. Für a aus R ohne 0, also eine nicht 0 reelle Zahl, ist die quadratische Gleichung a mal x plus 7 ist gleich 5, Quadrat ist gleich 25 in x aus R gegeben. Geben Sie alle a aus R ohne 0 an, für die x ist gleich minus 4 eine Lösung der gegebenen quadratischen Gleichung ist. Okay, man versteckt da eine quadratische Gleichung durch eine andere. Oder man tarnt quasi, dass das Ergebnis da wieder eine quadratische Gleichung ist. Das, was da zu tun ist. Jedenfalls, man setzt x ist gleich minus 4 ein und schaut, für welche a die Gleichung gelöst ist. Einsetzen. Das heißt, wir haben dann da stehen a mal minus 4 plus 7 zum Quadrat ist gleich 25. Und das kann man jetzt entweder, die schöne Variante ist, man geht das jetzt einfach sich überlegen, was für Zahl quadriert 25 ist, und wir drauf kommen, dass das entweder dann 5 oder minus 5 sein muss. Das heißt, dieser Ausdruck in der Klammer auf der linken Seite muss entweder 5 oder minus 5 sein. Die andere Variante ist, man klopft das in den Taschenrechner und der sagt dann zwei Lösungen, vermutlich. Schauen wir mal. 7 minus 4a ist gleich 5, ist also die eine Lösung. Und das heißt, dass a gleich 1/2 ist. Ups. A ist also gleich 1/2. Und die andere, das ist, vielleicht schreiben wir a1 dazu. Und die andere Lösung ist, wenn 7 minus 4a gleich minus 5 ist. Und in dem Fall haben wir a ist gleich 3 wahrscheinlich. 12 minus 4 mal 3, ja. A2 ist also gleich 3. Das heißt, die Lösungen, es ergibt sich also, dass a-Element der Menge 1/2 oder plus 3 sein muss. Das war's. Nächstes Beispiel. Parameterdarstellung. Ich trinke da mal Tee. Parameterdarstellung gegeben ist eine gerade G mit der Parameterdarstellung G. X ist gleich a plus t mal ab mit t aus R. Gut, also eine Parameterdarstellung, wie angekündigt. Bestimmen Sie t so, dass x ist gleich b gilt. Okay. Dazu muss man eigentlich nur den Ausdruck, diesen Vektor aufdröseln. Dieser Ausdruck ab ist üblicherweise nichts anderes als der Vektor, der b minus a ist. Spitze minus Schaft ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Merkspruch in dem Fall. Und alles, was wir jetzt tun müssen, ist das hinschreiben. Groß A plus t mal Groß b minus Groß a soll sein, was? Gleich a? Soll sein gleich b, das ist das x. Naja, und wann ist das der Fall? Man könnte es jetzt lang und breit, machen wir es ordentlich. Machen wir da Fragezeichen drüber. Das ist das gleiche wie a plus t mal b minus t mal a. Das soll gleich b sein. Und diese Gleichung ist genau dann gelöst, wenn t gleich 1 ist. Man kann es sogar noch ein bisschen weiter umformen. Wann ist, ups. Fragezeichen ist da. Ist immer noch das gleiche wie 1 minus t mal der Vektor a plus t mal der Vektor b ist immer noch, wann ist das gleich der Vektor b? Und eben genau dann, wenn t gleich 1 ist. Da steht nichts drinnen, wie A und B zueinander stehen. Das heißt, es könnten lustige Dinge passieren, aber das ist wohl alles nicht wirklich
nicht wirklich intendiert in dem Fall. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass das nicht hinter meinem Kopf verschmiert. Ah, gut, das war das Beispiel. Nächstes. Aufgabe 6. Die Leiter. Oh, die war schon mal. Die Leiter war schon mal. Eine Leiter lehnt an einer senkrechten Mauer. Die Leiter liegt in 6 Meter Höhe an der Mauer an. Ich zeichne das direkt ein, weil sonst habe ich es in 30 Sekunden vergessen. Nein, 10 wahrscheinlich. Das da ist also 6 Meter da herauf. Und schließt mit der Mauer einen Winkel von 20 Grad ein. Das heißt, das da herunten. Ah, nein, 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 nein. Die Leiter schließt mit der Mauer einen Winkel von 20 Grad ein. Da oben ist der Winkel. Fast. Das sind 20 Grad. Dieses Sachverhalt wird die nebenstehende nicht maßstabsgetreue Abbildung veranschaulicht. Wenn es maßstabgetreu war, könnte man überhaupt messen gehen. Lustig. Berechnen Sie die Länge der Leiter. Gut, das ist jetzt keine große Hexerei. Wir wissen, dass da drüben die Seiten in dem Dreieck sind 6 Meter. Wir haben den anliegenden Winkel. Unten ist ein rechter Winkel. Das heißt, wir können den... Was wollen wir haben? Wir wollen haben die Hypotenuse und wir haben die anliegende Kathete, das heißt, das ist der Cosinus. Es gilt, dass der Cosinus von 20 Grad in dem Dreieck gleich ist an Kathete durch Hypotenuse, das heißt, wir haben die 6 Meter gebrochen durch die Länge von der Leiter. Ich nenne das hier jetzt L. Und damit ergibt sich, genau, dann wenn die Länge von der Leiter gleich ist, einmal hinüber multiplizieren und wieder durchdividieren oder Kehrwert bilden und drüber, es ist egal, wie man möchte. Man kommt jedenfalls drauf, dass das sein muss, 6 durch den Cosinus von 20 Grad. Gut, als viel gut könnte man jetzt noch den numerischen Wert dafür herschreiben, aber das, den Cosinus von 20 Grad will ich eigentlich nicht im Kopf so genau rechnen und was an gewiss, naja, kann schon, aber nicht so wichtig. Das heißt, ich hole Sage und ich sage, ich hätte gerne den Cosinus von 20 Grad. So, 20 Grad sind in Radiant Pi durch 180, sowas in die Richtung. Stimmt das? Ja, das sollte stimmen. Und das ist jetzt ganze 6 durch das Ganze. Und irgendwo werden wir jetzt wahrscheinlich sagen müssen, er soll es numerisch auswerten, sonst werden wir jetzt keine Antwort haben. Ja. 6,385 gerundet. Gut. Danke, Sage. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Und das war das Beispiel. Jetzt wieder da. Ich kann jetzt einfach. Nein, das geht nicht. Okay. Nächstes Beispiel. 7. Geografische Breite. Die Erde hat annähernd die Gestalt einer Kugel mit dem Radius 6370 Kilometer. In der unten stehenden Abbildung ist die Nordhalbkugel der Erde grau markiert. Auf der Nordhalbkugel wird die geografische Breite Phi vom Äquator nach Norden gemessen, wobei 0 Klang gleich Phi Klang gleich 90 Grad gilt. Für den Radius R in Kilometern eines Breitenkreises zur geografischen Breite gilt, der Radius ist 6370 mal Cosinus Phi. Geben Sie das kleinstmögliche Intervall W an, das alle Werte von R enthält. Wenn der Cosinus, nein, man, das muss, der Cosinus von 0 bis 90 Grad, machen wir einen Einheitskreis. Gut, der Kreis ist nicht in der Mitte, das ist natürlich der Nachteil, wenn man sich helfen lässt. So, der Cosinus von zwischen 0 und 90 Grad, eigentlich hätten wir das auch aus der Kugel ablesen können, aber gut, jetzt haben wir es schon gezeichnet, gibt an die x-Koordinate. Das heißt, der geht zwischen 1 bis 0. Das heißt, dieses Intervall, wenn der Cosinus geht von 1 bis 0, dann geht der Radius von 6370 mal 1, also 6370, bis 6370 mal 0. Das heißt,
das Intervall, das kleinstmögliche, ist das Intervall von 0 bis 6370, weil eben der Cosinus Phi erfüllt 0 kleiner gleich Cosinus Phi kleiner gleich 1 für Phi aus dem Intervall von 0 bis 90 Grad. Okay, nächste Aufgabe. Da muss ich scrollen. Aufgabe 8, Eigenschaften von Funktionen. Gegeben sind 4 Funktionsgleichungen in der reellen Funktion f1 bis f4 mit Parametern a, b aus den positiven reellen Zahlen, b kleiner 1. Was? Achso, ja, ein kleiner 1, nicht kleiner 0, passt schon. Und 6 Listen mit Eigenschaften von Funktionen. Ordnen Sie die 4 Funktionsgleichungen jeweils die zugehörige Liste aus a bis f zu. Okay, das heißt, ich soll vermutlich lesen und zuordnen. Was war? Also a ist positiv und b ist zwischen 0 und 1. Okay. Gut, und jetzt sind da irgendwelche Aussagen. Oh, das ist. Schauen wir mal. Da gibt es eine lineare Funktion. Was trifft denn auf eine lineare Funktion zu? Lineare Funktion, wenn das a positiv ist und das b zwischen 0 und 1, dann ist das, hat das keinen Monotoniewechsel, eine konstante Steigung und keinen Krümmungswechsel. Das klingt linear. Machen wir linear. A. Genau eine lokale Extremstelle, symmetrisch zur Geraden, x ist gleich x0, maximal 2 Nullstellen. Das klingt nach einer quadratischen Funktion. Haben wir da irgendwas Quadratisches? Na, b kommt vielleicht einfach gar nicht vor. Unendlich viele lokale Extremstellen, unendlich viele Wendestellen, keine Asymptote. Das klingt nach einer periodischen Funktion, so wie zum Beispiel der Sinus. Nehmen wir Sinus C. Falls was Besseres kommt, dann tun wir halt wechseln gegebenenfalls. Schauen wir mal. Nur für x aus 0 unendlich definierbar. Überall rechts gekrümmt, negativ gekrümmt, keine lokalen Extrem- oder Wendestellen. Das klingt jetzt eigentlich nicht so, als ob da irgendwas arg böse wäre und nur für 0 unendlich definierbar wäre. Ich würde also sagen, das kommt nicht vor. Schauen wir mal. Immer mal ein Fragezeichen. Keine lokale Extremstelle, genau eine Nullstelle, genau eine Wendestelle. Keine lokale Extremstelle, genau eine Nullstelle, genau eine Wendestelle. Das klingt nach F4 wahrscheinlich. F4 als Kurve geht irgendwie so. Das hat also, ist das alles erfüllt? Keine lokale Extremstelle? Nein, hat es nicht. Genau eine Nullstelle, die hat es. Und genau eine Wendestelle, die hat es auch bei x ist gleich 0. Das heißt, ich nehme mal e. Und dann bleibt eigentlich für das erste nur f übrig. Schauen wir mal, ob das stimmt. Kein Monotoniewechsel, das stimmt. Das ist eine fallende Exponentialfunktion. Das b ist zwischen 0 und 1. Das heißt, das ist irgendwas, was so ausschaut. Die hat man in den letzten Monaten vielleicht manchmal gesehen und manchmal nicht gesehen und ja, wie auch immer. Kein Monotoniewechsel, das stimmt. X-Achse ist Asymptote. Die X-Achse ist Asymptote. Ja, ich habe gerade an Y-Achse gedacht. Das hätte nicht gepasst. X-Achse ist Asymptote, das stimmt. Kein Krümmungswechsel. Kein Krümmungswechsel. Ja, das stimmt auch. Dann nehmen wir das. Nehmen wir F. Ups, nicht E. F. Zu motiviert gewesen. Okay. Wahrscheinlich hätte es geholfen, direkt kleine Skizzen von diesen Funktionsgraphen zu machen. Hätte man sich vielleicht ein bisschen leichter getan. Ansonsten ist das so ein Beispiel. So ein Beispiel haben sie, glaube ich, noch nie gehabt. Das ist neu. In irgendeiner Form zumindest. Mit Eigenschaften zuordnen. Ist ganz nett eigentlich. Time. Nächstes Beispiel. Aufgabe 9.
Verlauf des Graphen einer linearen Funktion. Gegeben ist eine lineare Funktion f von x ist kx plus d mit kd aus den reellen Zahlen und d ungleich 0. Die Ebene wird von den beiden Koordinatenachsen in 4 Quadranten unterteilt. Okay. Für den Graphen von f gilt, er verläuft nicht durch den ersten Quadranten und er verläuft durch den zweiten, dritten und vierten Quadranten. Dafür müssen bestimmte Bedingungen für k und d gelten. So, das heißt einmal, die Funktion kann auf keinen Fall steigen, weil sonst wird man irgendwo in den ersten Quadranten eintreten. Das heißt, die Funktion muss irgendwie so verlaufen, irgendwie sowas. Wenn sie das tut, dann haben wir was. Dann müssen Bedingungen für k und für d gelten. Welche Bedingungen sind das in dem Fall? Das d, also der Schnittpunkt mit der zweiten Achse, muss kleiner 0 sein. Er verläuft durch den dritten Quadranten, das heißt, es muss wirklich kleiner 0 sein. Das kann man da ablesen, d kleiner 0. Und das k, die Steigung, muss ebenfalls kleiner 0 sein. Und k kleiner 0. K kleiner 0 und d kleiner 0. Gekauft. Kreuzen Sie die Aussage, ist nur eine also. Gut. Nächstes. Polynomfunktion. Zwischen dem Grad einer Polynomfunktion und der Anzahl der reellen Nullstellen, der lokalen Extremstellen und der Wendestellen besteht ein Zusammenhang. Nona. Ergänzen Sie die Textlücke im anstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzes so, dass eine richtige Aussage entsteht. Jede Polynomfunktion 4., 5. oder 6. Grades hat mindestens zwei verschiedene lokale Extremstellen, mindestens zwei verschiedene reelle Nullstellen und mindestens eine Wendestelle. Die Wendestelle stimmt ab der dritten, ab Grad 3. Eine Grad 4-Funktion muss aber nicht unbedingt eine Wendestelle haben. Eine Grad 5-Funktion muss schon eine haben. Mindestens zwei verschiedene reelle Nullstellen stimmt, ist nicht notwendigerweise für irgendeine von den Funktionen richtig, weil bei den vierten und sechsten Grad Funktionen könnte man sowas in die Richtung haben, dass man einfach da irgendwas Parabelmäßiges und da halt das Gleiche und halt in steilerer Parabel. Fünfter Grad muss mindestens eine reelle Nullstelle haben, weil die auf der linken oder auf der rechten Seite so gehen muss, aber als Beispiel kann man den Graph von x hoch 5 hernehmen, das schneidet nur die Achse genau in x ist gleich 0. Das heißt, da hat man vielleicht in so einer Situation, das war schlecht gezeichnet. Sowas. Das heißt, das fällt Tummel weg. Keine von diesen Funktionen kann garantieren, dass man mindestens zwei verschiedene reelle Nullstellen hat. Mindestens zwei verschiedene lokale Extremstellen kann man aber auch nicht garantieren. Weil... Weil das Bild auf der linken Seite das schon sagt. Das heißt, es bleibt nur übrig, die mindestens eine Wendestelle, und das stimmt dann genau für die Polynomfunktion fünften Grades. Wenn man sich das mit den Ableitungen überlegt, dann ist das genauso, die zweite Ableitung ist auf jeden Fall mindestens drei Nullstellen, müssen nicht verschieden sein. Und die nächste Ableitung, die dann aber nicht null ist, ist ein Ungerade dahinter. Das heißt, das erfüllt das notwendige Kriterium. Man hat bei solchen ungeraden Graden immer irgendwie so eine Art S-Kurve oder was drin. Das geht nicht anders. Das heißt, meine Antwort in dem Fall ist fünfter Grad und mindestens eine Wendestelle. Nächstes Beispiel. Oh, ich habe Beispiele. Was für ein... Sind wir gerade?
Earth. Das hat funktioniert vorher. Schaut. Aufgabe 11. Halbwertszeit. Das radioaktive Isotop Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von etwa 30 Jahren. Die Funktion F gibt in Abhängigkeit von der Zeit T an, wie viel Prozent der Ausgangsmenge an Cäsium-137 noch vorhanden ist, sind. T in Jahren, F von T in Prozent der Ausgangsmenge. Die zum Zeitpunkt T ist gleich 0 vorhandene Menge an Cäsium-137 wird als Ausgangsmenge bezeichnet. Okay. Zeichnen Sie im nachstehenden Koordinatensystem im Zeitintervall 0 bis 60 den Graphen von F ein. Von 0 bis 60, von circa 3. Achso, das sind 100% am Anfang. Das heißt, am Anfang sind 100% davon da. Das heißt, wir gehen da durch. Nach 30 Jahren Halbwertszeit, 30 Jahre, ist halb so viel da. Das heißt, da müssen wir dann da durch. Und noch einmal 30 Jahren, also nach 60 Jahren, sind wir bei 25%. Das heißt, dann sind wir circa da. Und jetzt muss man einfach mit einer ruhigen Hand so eine lustige nach unten gekrümmte Kurve durch die drei Punkte durchziehen. Das heißt circa sowas. So circa. Es sollte dann irgendwie so weitergehen. Nochmal 30 Jahre wieder Halbierung und so weiter und so fort. Gut, das war's. Nächstes Beispiel. 12. Winkelfunktion. Gegeben ist die Funktion f mit f von x ist 3 mal Cosinus x. Diese Funktion soll in der Form x auf a mal Sinus x plus b dargestellt werden mit a, b aus r. Geben Sie für a und b jeweils einen passenden Wert an. Ja, jetzt müsste man sich überlegen, jetzt müsste man darüber nachdenken, anfangen, mit welchem Winkel der Cosinus, der Sinus verschoben sind. Die Amplitude kann sich jedenfalls nicht verändern, das heißt, der maximale Ausschlag, das heißt, das a, nachdem das vorher schon 3 ist, ist das nachher auch noch 3. Das kann sich nicht ändern. Das b ist wahrscheinlich sowas wie plus 90 oder minus 90 Grad oder halt plus minus pi halbe. Und jetzt sollte man darüber nachdenken, welches von beiden wirklich stimmt. Wenn man sich es aufzeichnet, dann ist der Sinus und der Cosinus fängt bei 1 an und geht dann runter, so circa. Na, stimmt jetzt sicherlich nicht. Wo hätte ich ihn da durch sollen? Na, stimmt so halbert. Das stimmt so halbert. Da drüben ist. Wir müssen den. Der Cosinus geht da irgendwie so noch so weiter auf die linke Seite und da drüben ist minus Pi halbe. Und wir müssen, wenn das Sinus 0 ist, na, wenn der Cosinus 0 ist, also wenn wir da oben sind, dann wollen wir eigentlich mit dem Sinus da sein. Das heißt, wenn der Cosinus den Wert 0 hat, dann soll man beim Sinus den Wert Pi halbe einsetzen, da drüben sind wir. Das heißt, damit das stimmt, ist das da der Pi halbe oder alternativ 90 Grad. Wahrscheinlich. Man könnte es mit dem Taschenrechner überprüfen. Aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Nächste Aufgabe. 13. Geschwindigkeitsmessung. Die Geschwindigkeit eines bewegten Körpers in Abhängigkeit von der Zeit t wird durch eine differenzierbare Funktion v modelliert. T in Sekunden, v von t in Meter pro Sekunde. Die Messung der Geschwindigkeit v von t beginnt zum Zeitpunkt t ist gleich 0. Betrachtet wird der Grenzwert Limes v von t minus v von 3 durch t minus 3. Das heißt, das ist der Differentialquotient, also die Ableitung von der Geschwindigkeit an der Stelle 3. Der Grenzwert gibt die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit des Körpers 3 Sekunden nach Beginn der Messung an. Ja. Der Differentialquotient gibt immer die momentane Änderungsrate und V ist die Geschwindigkeit und das Argument, das eingesetzt wird, ist 3. Das heißt, das ist immer richtig. Wunderbar. Der Grenzwert gibt die durchschnittliche Geschwindigkeit des Körpers im Zeitintervall. Nein, das stimmt nicht.
Momentane Beschleunigung des Körpers 3 Sekunden nach der Beginnungsmessung an. Genau, das stimmt auch, weil die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit ist genau die Beschleunigung. Das heißt, momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit ist genau die momentane Beschleunigung von einem Körper. Was haben wir noch? Grenzwert gibt die relative Änderung der Geschwindigkeit. Na, das ist nicht wahr. Der Grenzwert gibt den vom Körper in den ersten 3 Sekunden zurück. Na, das stimmt auch nicht. Das müsste das Integral dann sein. Wunderbar, wunderbar. Diese beiden. Fertig. Nächstes Beispiel. 14. Experiment. Bei einem Experiment wurde die Temperatur einer bestimmten Flüssigkeit in Grad Celsius zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. Die nachstehende Abbildung zeigt das jeweilige Messergebnis 20 Minuten bzw. 30 Minuten nach Beobachtungsbeginn. Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate der Temperatur der Flüssigkeit im Zeitintervall 20 bis 30 Minuten. Die mittlere Änderungsrate. Das heißt, man schaut sich an, um wie viel hat sich geändert und dann dividiert man durch die Breite vom Intervall. Das heißt, in dem Fall haben wir 73 minus 62, das sind 11. Schauen wir das mal doch her. 73 minus 62 ist gleich 11. Darüben haben wir 30 minus 20, das ist 10. Das heißt, die mittlere Änderungsrate sind 11 durch 10 ist 1,1 Grad Celsius pro Minute. Nächste Aufgabe. Wachstum einer Sonnenblume. Das kommt mal bekannt vor. Die Höhe einer bestimmten Sonnenblume wurde über einige Wochen jeweils zu Wochenbeginn gemessen. Zum Messbeginn t ist gleich 0 hatte die Sonnenblume die Höhe h0 ist gleich 5 cm. Für jeden Zeitpunkt t gibt ht die Höhe der Sonnenblume an. Die Nachstellung der Tabelle zeigt die gerundeten Messergebnisse für die Höhe der Sonnenblume für die ersten 5 Wochen. Gut, also wir fangen mit 5 an. Das sollte eigentlich in der Tabelle drin stehen. Ich wurscht, das setzt irgendwo da dazu. Schreiben wir her 0, 5. Wunderbar. Sehr professionell. Aufgabenschlag. Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen, sodass eine richtige Aussage entsteht. Die absolute wöchentliche Zunahme der Höhe der Sonnenblume ist blub. Die Höhe der Sonnenblume ht kann daher näherungsweise durch eine Differenzengleichung der Form blub beschrieben werden. Vermutlich ist gemeint annähernd konstant, weil das circa immer 30 sind wahrscheinlich. Was haben wir da? Schreiben wir mal die Differenzen jeweils her. Differenzengleichung heißt, man soll Differenzen herschreiben, falls es Daten gibt. Da haben wir 31, da haben wir 30, da haben wir 30, da haben wir 30, verdächtig. Und da haben wir 30, 31. Gut, das heißt, das ist annähernd konstant. Immer geringer als jene. Das heißt, der erste Teil, der war einfach zu identifizieren, weil das ist einfach das da. Zack. Daher kann näherungsweise diese Höhe durch eine Differenzengleichung der Form, welche haben wir? Bla beschrieben werden. Was heißen die? Das da heißt, die erste heißt, es wird immer mit einem, die vorhergehende Höhe wird immer mit einem konstanten Faktor multipliziert und man kriegt die nächste Höhe heraus. Das stimmt in dem Fall nicht, es wird immer 30 dazugezählt einfach. Das zweite schaut schon vielversprechend aus, weil das die alte Höhe, die neue Höhe ist die. Neue Höhe ist die alte Höhe plus irgendein konstanter Faktor k, der in dem Fall 30 ist. Oder circa 30. Und das dritte ist zu kompliziert. Wobei es vermutlich das beste Modell wäre. Wenn man Sachen richtig tunt, vielleicht.
Weil eine Sonnenblume hört irgendwann auf zu wachsen. Das wird in dem dritten Modell dann modelliert. In jedem Fall, die richtige Antwort in dem Fall ist also das zweite. Zu einer gegebenen Höhe wird pro Woche eine gewisse konstante Höhe dazugeben. Oder da kommt eine gewisse konstante Höhe dazu. Gut. Nächstes Beispiel. Jetzt zurückschauen. Stammfunktion. Gegeben ist eine Stammfunktion f einer Polynomfunktion f. Groß f einer Polynomfunktion klein f. Zwei der nachstehenden Funktionen g1 bis g5 sind für alle klein c aus r ohne 0 jedenfalls auch Stammfunktionen von klein f. Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Funktionen an. Stammfunktionen werden erhalten, wenn man sie verschiebt. Das heißt, wenn man Konstante dazuzählt oder wegzählt. Und alles andere ist nicht. Das heißt, in dem Fall, das ist verboten, Multiplikation mit einem konstanten Faktor. Das da geht also schon mal nicht. Weil das stimmt nur, wenn das c wirklich gleich 1 ist und nicht für alle beliebigen c's. Das da stimmt, da wird die eine Stammfunktion verschoben. Das da stimmt, da wird sie auch verschoben. Getarnt, einmal tut man es hinten abziehen, einmal tut man es vorne dazuzahlen. Das heißt, die richtigen Antworten sind diese und diese. Und die anderen, da wird die Stammfunktion, verändert. Also da, man darf nicht, es ist im Wesentlichen das gleiche wie vorher, da wird auch die Stammfunktion mit einem Faktor von minus 1 multipliziert, das darf man nicht da. Und das letzte wieder genau das gleiche, es wird wieder mit was multipliziert, darf man auch nicht da. Das heißt, es bleiben die zweite und die dritte Antwort. Check. Nächste Aufgabe. Fläche zwischen Graph und X-Achse. Gegeben ist eine Potenzfunktion f von 0 bis 15 nach r plus. Der Inhalt a derjenigen Fläche, die vom Graphen von f und von der x-Achse und von den beiden Geraden x ist gleich 0 und x ist gleich 15 begrenzt wird, kann durch den nachstehenden Ausdruck u näherungsweise berechnet werden. U ist gleich 5 mal f von 0 plus f von 5 plus f von 10. Das ist eine Untersumme. In der nachstehenden Abbildung sind der Graph von f und ich habe das als Minus gelesen und dann haben wir nicht ausgekannt. Sind der Graph von f und, grau markiert, die Fläche, deren Inhalt durch den Ausdruck u berechnet wird, dargestellt. Kreuzen Sie die beiden Ausdrücke an, mit denen der Flächeninhalt a besser als mit dem Ausdruck u angenähert werden kann. Naja, was haben wir da? Am besten wäre das Integral. Das wäre diese Antwort. Das ist die beste Annäherung, weil das ist einfach das richtige Ergebnis. Noch besser geht es auch mit einer besser getrimmten Untersumme. Da ist es nicht. Da wird einfach f von 15 noch dazu gezahlt. Das ist ein Schwachsinn bei der ersten Antwort. Und bei der zweiten Antwort, da schaut gut aus, weil da, was ist das? Das ist genau die halbierte Untersumme. Also das ist die doppelt so feine Untersumme. Das heißt, man hat da mal das da, man hat da mal das da. Ah, nein. Wie viel muss ich immer gehen? 2,5. No. Das heißt, das ist dieser hier plus dieser hier plus der da bis 7,5 daher, also circa da hinüber. Und small is on, was das genau ist. Dieses da hier. Jawohl, passt. Dieses da hier. Und dann haben wir noch zwei, einmal bis 12,5. Also den da. Und dann noch zum Schluss den da. Die Untersumme ist also verfeinert und dadurch wird die Approximation besser. Das heißt, wir nehmen dieses. Ja, der Rest ist ein Blödsinn. Nächstes Beispiel. 18. Arbeit bei der Dehnung einer Schraubenfeder. Eine Schraubenfeder mit der Federkonstante K ist gleich 40 Newton pro Meter wird aus der Gleichgewichtslage S0 ist gleich 0 Meter und H ist gleich 0,08 Meter gedehnt. Die dabei verrichtete Arbeit W in Joule wird mit Hilfe des nachstehenden Ausdrucks berechnet. Na gut, das ist einfach das Integral. Genau. P
berechnen Sie die bei der oben beschriebenen Dehnung verrichtete Arbeit. Das heißt, man soll das Integral jetzt ausrechnen gehen und das ist halt alles symbolisch, damit man es einfach in den Tauschrechner eingibt, wobei die meisten Tauschrechner das trotzdem irgendwie zusammenbringen. Ja, rechnen wir das halt aus. Und was müssen wir machen? Wir integrieren noch s, das heißt, das ist nichts anderes als das Integral von s0 bis s0 plus h. Jetzt ziehe ich einmal die Konstante k außer. Achso, das ist ja alles angegeben. Das kennt man eigentlich sogar. Das kennt man explizit. Na gut, ich schreibe es mal so hin. ds ist das gleiche wie k mal das Integral jetzt aber schon ausgerechnet, s Quadrat halbe und das von den Grenzen von s0 bis s0 plus h. Und an der Stelle ist es mir jetzt zu lästig, jetzt setze ich Sachen ein. Was haben wir da? K ist 40. 40 mal s Quadrat halbe. Was müssen wir einsetzen? S0 plus h. S0 ist aber 0 und h ist 0,08. Das heißt, wir haben da 0,08 s Quadrat halbe über den Grenzen von 0 bis 0,08. Und das ist genau 40 mal 0,08 zum Quadrat halbe minus 0 Quadrat halbe, also 0. Das heißt, man muss nur ausrechnen 0,08 Quadrat halbe. Und das mache ich sicher nicht händisch. Mal 0,08 zum Quadrat durch 2 ist 0,128. Ist also gleich 0,128. Was ist jetzt ein Joule? Gut, das war's. Sage ausblenden, da unten reinklicken, Knopf drücken. Okay, nächste Aufgabe. 19. Boxplot und statistische Kennzahlen. Aus einem Boxplot, Kastenschaubild, können bestimmte statistische Kennzahlen ermittelt werden. Kreuzen Sie die beiden statistischen Kennzahlen an, die aus einem Boxplot im Allgemeinen nicht ermittelt werden können. Naja, was haben wir denn? Ein Boxplot schaut irgendwie so aus. Da sind die Schnurhaare, da hat man das Kastel, da ist das Ding und da sind noch Schnurhaare. Was geben die einzelnen Striche an? Das ist das erste Quartil, das zweite Quartil oder der Median, das dritte Quartil. Und was ist da noch drin? Moment einmal, Entschuldigung, falsch. Das ist das Minimum, das ist das Maximum, jetzt passt es. Und da hat man Q1, Median und Q3. So, was kann man also nicht herauslesen? Das arithmetische Mittel kann man üblicherweise nicht herauslesen. Und den Modus kann man üblicherweise auch nicht herauslesen. Spannweite kann man herauslesen und das Maximum kann man herauslesen. Spannweite ist Maximum, das Minimum. Das sieht man also. Und das, was habe ich gesagt? Das Maximum ist eingezeichnet. Gut, nächste Aufgabe. 20. Schätzwert. Bei einem bestimmten Zufallsversuch tritt das Ereignis E mit der Wahrscheinlichkeit P von E auf. Im Rahmen einer Versuchsreihe wird dieser Zufallsversuch A mal durchgeführt. Öfter als einmal. Dabei tritt das Ereignis E insgesamt B mal auf. Für die unbekannte Wahrscheinlichkeit P von E soll ein Schätzwert klein p bestimmt werden. Geben Sie eine Formel an, mit der P unter der Verwendung von A und B berechnet werden kann. Naja, wenn die Wahrscheinlichkeit geschätzt werden soll, und das ist jetzt nichts Sophisticatedes, glaube ich, dann kann man einfach sagen, A mal wird es durchgeführt und B mal tritt es auf, das heißt B durch A. Einen genaueren Schätzer soll man jetzt, glaube ich, nicht hinschreiben. Passt schon. Und Bereich ist auch kein anzugeben. Na, passt.
21. Die Zugsvariable x kann ausschließlich die Werte 0, 1, 2 und 3 annehmen. Es gilt, p von x ist gleich 1 ist 0,1 und p von x ist größer 1 ist 0,6. Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an. Okay, was haben wir dann? 0, dann weiß ich, was 0 ist, nämlich dann kann ich sagen, 0,1 plus 0,6 ist 0,7 und dann fällt mir noch 0,3 auf die 1. Das heißt, aus den beiden ergibt sich, dass die Wahrscheinlichkeit von x gleich 0 muss gleich 0,3 sein, damit sich das in Summe auf 1 für die Wahrscheinlichkeit ausgeht. Was für zutreffende Aussagen stimmen jetzt also? Über den 2 und 3 kann ich nichts sagen, das heißt, das letzte stimmt nicht. X ist kleiner 2 stimmt, weil das sind jetzt genau 0 und 1. Für 0 war es 0,3, für 1 war es 0,1, das heißt, das stimmt. X ist gleich 0 ist 0, stimmt nicht. X ist größer gleich 0 ist 0,9, wenn das stimmen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit 0,9, das stimmt also auch nicht da. Das heißt, das muss das letzte noch stimmen. Ja, das ist genau die 1 plus alles, was drüber ist, das heißt die 0,6 plus die 0,1, das ist 0,7. Nächste Aufgabe. Defekte Geräte. Erfahrungsgemäß sind 2,5% der Geräte, die von einem bestimmten Unternehmen geliefert werden, defekt. Die binomial verteilte Zufallsvariable x gibt die Anzahl der defekten Geräte in einer Zufallsstichprobe vom Umfang n an. Für den Erwartungswert gilt, Ex ist gleich 20. Berechnen Sie den Umfang n der Zufallsstichprobe. Wenn der Erwartungswert von einer binomial verteilten Zufallsgröße ist genau n mal die Wahrscheinlichkeit, die Erfolgswahrscheinlichkeit. Das heißt, in dem Fall sind es 2,5. Wenn das gleich 20 ist, dann muss das n gleich sein 20 gebrochen durch 2,5. Man muss schon Prozent hinschreiben, sonst stimmt es natürlich nicht. ich habe gerade gedacht, warum das jetzt nicht gescheit ausgeht. Wenn es 2,5% sind, dann sind das 0,025 da oben, dann ist es natürlich 20 gebrochen durch 0,025. Das könnte man vielleicht im Kopf rechnen. Aber na, warum eigentlich? Zack, zack, 20 durch 0,025. 800. N ist also gleich 800. Und Sage wieder Abgang. Wo ist die Maus da? Nächstes Beispiel. 23. Schokoladefiguren. Erfahrungsgemäß ist 1% der in einer bestimmten Schokoladefabrik produzierten Schokoladefiguren fehlerhaft. Bei einer bestimmten Qualitätskontrolle werden 500 Schokoladefiguren zufällig ausgewählt, wobei jede Schokoladefigur unabhängig von den anderen Schokoladefiguren mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von 1% fehlerhaft ist. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei dieser Qualitätskontrolle höchstens 2 Schokoladefiguren fehlerhaft sind. Okay, das ist eine Binomialverteilung. Also wir haben was? Wir haben x, eine binomial verteilte Zufallsvariable. Das n, wie viel werden ausgewählt? 500 Schokoladefiguren. Das p, die Erfolgswahrscheinlichkeit, oder die Misserfolgswahrscheinlichkeit in dem Fall, ist 1%. Und gesucht ist die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich 2 ist. Es wird nicht sehr hoch sein. Solche Sachen sind Aufgabe für den Rechner. Schauen wir mal, wo er ist. Achso, das könnte man eigentlich sogar, man könnte das sogar mit der Formel hinschreiben. Sind nur 3 Summanden. Machen wir das, vielleicht. Warum nicht? Das heißt, man hat 500 über 0 mal, also nichts geht schief, dann hat man
p hoch 0 mal 1 minus p hoch n minus 0, das heißt hoch 500, plus 500 über 1 mal p hoch 1 mal 1 minus p hoch 499, ups, 499, plus 500 über 2 mal p hoch 2 mal 1 minus p hoch 498. Disclaimer, man ist wahrscheinlich schneller, wenn man das jetzt einfach nimmt und in den Rechner beauftragt, dass er die Binomialverteilung ausrechnen soll, aber ihr müsst mich dazu erinnern. Schauen wir mal. Ich rechne es auf die eine Art aus und dann können wir noch schauen, ob wir die andere auch noch zusammenbringen. Also, was haben wir da auf Binomial? 500 über 0 mal p ist was? 0,01 hoch 0 mal 0,99 hoch 500 plus, und jetzt kopiere ich, weil ich bin faul, noch einmal und noch einmal. Und jetzt müssen wir noch ausbessern gehen. 500 über 1 hoch 1, 499, 500 über 2 hoch 2, 498. Ausrechnen. Ah, 12,3% doch. Ist gleich 0,123. Schreiben wir da circa her. Ist circa 0,123. Okay. Ah ja, jetzt wollte ich noch schauen, ob wir das auf die andere Art und Weise noch hinkriegen. Man müsste nur schauen, irgendwie, ich möchte R verwenden und dann sage ich B Binom oder sowas. Und jetzt muss ich die richtigen Sachen eingeben. Wahrscheinlich 500, 0,01 und 2. Na. Probieren wir es anders. 2, 500, 0,01. Ja, das war's. Das war's. Genau, das war's. Der Wert, den man ausrechnen will, kommt am Anfang. Gut. Wieder machst du richtigen Wert rausgerechnet. Normalerweise, das macht der Taschenrechner eben. Also, das macht man mit der Hand. So, Sage weg. Da reinklicken, nächste Aufgabe sagen, nächste Aufgabe anschauen. Vor einer bestimmten Wahl nehmen 500 Personen, die zufällig und unabhängig voneinander ausgewählt worden sind, an einer Umfrage teil. Von diesen Personen gaben 35% an, dass sie Partei A wählen werden. Als Ergebnis der Umfrage wurde das um diesen relativen Anteil symmetrische Gamma-Konfidenzintervall 0,315, 0,385 für den unbekannten Anteil der Partei A-Wählerinnen angegeben. Für die Berechnung dieses Konfidenzintervalls wurde eine die Binomialverteilung approximierende Normalverteilung verwendet. Aufgabenstellung: Ermitteln Sie Gamma. Schön. Das heißt, das Einfachste ist vermutlich, wenn ich muss nur die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, die unter der Kurve von der Normalverteilung in dem angegebenen Intervall liegt. Wie macht man es am leichtesten? Man fragt den Taschenrechner, nachdem man normalisiert hat, oder man rechnet alles in die Binomialwelt um und rechnet dann dort. Es ist wahrscheinlich kein großer Unterschied. Probieren wir es normalisieren. Also, wenn ich hab eine Zufallsvariable x, die ist verteilt binomial mit, na, machen wir es gleich normal. Normal verteilt mit Mittelwert μ ist gleich, oder Erwartungswert μ ist gleich 500 mal 0,35. Also, das ist da jetzt n mal p. Und die Varianz, schreiben wir gleich Standardabweichung dazu. Ups. No, jetzt auch. No, jetzt auch. Die Varianz ist die Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. Das heißt, man hat 500 mal 0,35 mal 0,65 wahrscheinlich.
Die Wurzel ist zu kurz und muss größer. Wunderbar. Das ist jetzt da. Das sind die Formeln, wie man Binomialverteilung durch eine Normalverteilung approximieren kann. Und da haben wir nichts anderes stehen als n mal p mal 1 minus p. So, und jetzt gehen wir das Ganze mal ausrechnen. Ton hätte ich schon noch gern weiter. Sonst wäre es nicht lustig. Jetzt, okay. Gehen wir das Ganze mal ausrechnen. Die 35% von den 500 sind irgendwas. Sage. Also, was haben wir? 500 mal 0,35 ist 175. Das hätte ich vielleicht noch zusammenbringen können. Das ist 175. Und da drüben, das Sigma ist also gleich Wurzel aus 175 mal 0,65. Das sind 10,665. Gut. Und was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte für diese Ja, was möchte ich eigentlich tun? Achso, passt schon, passt schon, passt schon. Das rechnen wir jetzt, das rechnen wir jetzt, wir skalieren jetzt das Konfidenzintervall mit einfach durch Multiplikation mit 100, damit alles in der gleichen Skala quasi passiert. Und tun wir das nochmal, also mal 500. Und dann haben wir da stehen. Man könnte da das Ganze in die andere Richtung skalieren, aber. Ah, jetzt sind wir schon da. Jetzt sind wir schon da. Es ist schon zu spät. Das heißt, wir haben dann da stehen 500 mal 0,315 und 500 mal 0,385. Da kommen irgendwelche Sachen außer 157,5 und 192,5. Und jetzt gehen wir die Wahrscheinlichkeit von das Zufallsvariable x, den wir jetzt da gerade haben, innerhalb von dem Intervall liegt, ausrechnen. Das heißt, wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass, also ich sollte das aufschreiben, darum waren 175,5 und sollte ich mich bemühen und da keine unter Punkte machen. Und da 192,5. 192,5. Und jetzt möchte ich wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass 175,5 kleiner gleich x kleiner gleich 192,5 ist. Und das ist circa. Muss mit R oder was circa, wie es geht. Ich möchte haben P-Norm von dem oberen 192,5. Achso, die Werte muss ich jetzt da reinschreiben. 175 und 10,665. Minus P-Norm vom linken Teil, das heißt, wir haben da das gleiche. 175,5. Irgendwas stimmt gerade nicht. Wo habe ich mich vertippt? Ah, nicht 175, sondern 157,5 Zahlendreher. Ja, das passt besser. Das sind jetzt also circa 90%.
Ich bin jetzt einfach sehr großzügig gedrundet, das auf ist circa 0,9. Und damit können auf der linken und der rechten Seite noch jeweils 5% vom Ding liegen. Das heißt, dieses Konfidenzintervall, was wir da jetzt haben, beinhaltet 0,9 von der Wahrscheinlichkeit und damit ist es ein. Jetzt sagt 5% Konfidenz. Moment einmal. Symmetrisches Konfidenzintervall. Ein 90% Konfidenzintervall ist das. 0,9. Ich bin gerade verwirrt. Aber das hat nur mit der richtigen Antwort zu tun, ob ich jetzt 0,9 oder 0,1 oder 0,05 dahin schreiben soll. 1 minus. Ich sage einmal, wir schreiben 0,9 hin. Ihr könnt nebenbei in der Formelsammlung noch schauen, aber das machen wir vielleicht später. Oder wir lassen es einfach aus und sagen, es wird schon das Richtige gemacht gewesen sein. Wenn es das Falsche ist, dann nehmen wir das an. Dann nehmen wir nachwirkend das andere, so wie man das normalerweise halt da machen wird. Na, in dem Fall einfach nachschauen und schauen, was genau zurückgemeldet werden muss. Ich muss zugeben, ich bin nicht 100% sattelfest, was Konfidenzintervalle angeht. Gut, oh, das war Teil 1. Eine Stunde für Teil 1. Schauen wir mal, wie es jetzt mit Teil 2 weitergeht. Kurze Pause vielleicht. Aber eigentlich läuft die Zeit, das heißt keine kurze Pause. 25 Teil 2. Tee ist eines der weltweit der meistkonsumierten Getränke. Tatsächlich, ich habe gerade Tee getrunken. Modellhaft wird angenommen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Tee in Österreich jedes Jahr im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr um den gleichen Prozentsatz steigt. Teekonsum steigt exponentiell an. Wow. Unter dieser Annahme gibt die Funktion F den jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von Tee in Österreich ab 2016 in Abhängigkeit von der Zeit T an. Also 1 geben Sie an, um welchen Funktionstyp es sich bei F handelt. Exponentialfunktion. Wenn es immer um den gleichen Prozentsatz steigt, dann ja. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Tee lag in Österreich im Jahr 2016 bei 33 Liter. 33 Liter pro Jahr Tee. Nicht schlecht. Der Anteil des Tees, der in Österreich im Jahr 2016 mittels Teebeuteln zubereitet wurde, beträgt 95%. Es werden folgende Annahmen getroffen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Tee steigt jedes Jahr im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr um 2%. Der Anteil des Tees, der in Österreich mittels Teebeuteln zubereitet wird, bleibt gleich. Gut, also es halten sich die 5% Puristen, die nicht Teebeutel verwenden, die halten sich konstant und der Teeverbrauch wird pro Jahr um 2% mehr. Geben Sie an, wie viel Liter Tee im Jahr 2026 unter der oben angeführten Annahmen pro Kopf in Österreich mittels Teebeuteln zubereitet werden. Gut, wir starten im Jahr 2016. 2016 hat es gegeben 33 Liter. Das heißt, 2017, ich mache das jetzt nicht für alle, aber 33 Liter mal die 1,02. Punkt, die Punkt, die Punkt. Vielleicht noch ein Jahr. 2018 haben wir 33 Liter mal 1,02 Quadrat. So, und daraus schaffen wir es vielleicht dann. Und jetzt 2026 sollen wir haben. 2026 sind dann also 33 Liter mal 1,02 hoch 10. Das ist
T-Menge. Und was müssen wir jetzt tun? Das ist einmal zum Ausrechnen. Schreiben wir ist gleich. Ist gleich was? Sage. Achso, es war eh die ganze Zeit eingeblendet. Ups, vergessen. Sorry. 33 mal 1,02 hoch 10 sind also 40,226, wenn man es rundet. 40,227 gerundet. Schreiben wir doch da approximiert her. Und was wollen wir jetzt davon haben? Mittels Teebeuteln zubereitet, das sind das ist jetzt der gesamte Pro-Kopf-Verbrauch. Und der Anteil, der durch Teebeutel kommt, ist konstant, nämlich bei 95%. Das heißt, 95% von dieser 40,227 wollen wir jetzt haben. 0,95 mal, und das gibt uns das mal 0,95, 38,215. Gerundet. Das war's, glaube ich. Okay, das war Aufgabe A. B. Und sollte wir Sage wieder wegtun für einen Moment. Zick. Der weltweit größte Teeproduzent ist China. Die Nachstellung der Tabelle gibt die Menge des in China produzierten Tees in Millionen Tonnen für einige Jahre im Zeitraum von 2011 bis 2017 an. Die Menge des in China produzierten T soll in Abhängigkeit von der Zeit T ab dem Jahr 2011 näherungsweise durch eine lineare Funktion G beschrieben werden. Geben Sie unter Verwendung der Daten aus den Jahren 2011 und 2017 eine Funktionsgleichung für G an. Okay. T in Jahre ab dem Jahr 2011. Das heißt, G von 0 gibt den Konsum im Jahr 2011 an. Das heißt, wir haben schon auf jeden Fall einmal als konstanten Term dahin plus 1,55. Und jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, was die Steigung ist. Und was kommt da immer dazu? Pro zwei Jahre ca. 0,3 oder so. Ah, nein, das ist. Moment, was? Also unter der Verwendung der Daten aus den Jahren 11 und 17, nicht alle Daten, sonst wird es nicht gehen. Von 11 bis 17, da ist genau eine Million Tonnen angestiegen. Das heißt, wenn das 0 ist, dann ist 13,2, dann ist 15,4, dann ist 17, 6 Jahre. Ja, plus 6, das schaut gut aus. Und das heißt, ein Sechstel ist die richtige Zahl, T-Sechstel. T-Sechstel. Pro Jahr kommt ein Sechstel dazu. Wenn die T ist gleich 6 einsetzt, dann ist da genau 1 und dann komme ich auf 2,55. Passt. In den Jahren 2013-15 gibt es jeweils eine Abweichung zwischen den Funktionswerten von G aus den Werten der oberen Tabelle. Geben Sie an, in welchem Jahr 2013-15 der Betrag der absoluten Abweichung zwischen dem Funktionswert G und dem zugehörigen Wert aus der obigen Tabelle größer ist. Ermitteln Sie für das angegebene Jahr ebenso den Betrag der absoluten Abweichung. Was? Achso, man soll zuerst sagen, welches Jahr, und dann soll man noch sagen, um wie viel. Okay, von mir aus. Was ist... Ich soll jetzt faul sein oder rechnen? Oh, ich bin faul. Sage. Blub. Also, was haben wir für Funktion? Die geben wir mal als erstes ein. G von T ist gleich, was soll es sein? T Sechstel plus 1,55. Okay. Im Jahr 2011, das ist T gleich 0, G von T gleich 0, ist keine Abweichung. Das passt. Und G von T gleich 1, 2, 3, 4, 5, von 6. Soll 2 kaufen. Passt. So.
Dann möchte ich jetzt haben, g von t ist gleich 2. Da kommt raus 1,883333 im Jahr 2013 und da habe ich als Wert in der Tabelle 1,85. Das heißt, wir können uns ausrechnen den Absolutbetrag der Differenz von diesen beiden Werten. Der ist in dem Fall 0,3333 und im anderen Fall haben wir Absolutbetrag von g ist gleich, der t ist gleich 4 minus 2,23 und kriegen heraus 0,1333. Das heißt, die größere Abweichung gibt es, wenn t gleich 2 ist, das heißt im Jahr 2013. Und der Betrag der absoluten Abweichung ist in diesem Fall 0,33 periodisch Tonnen. Millionen Tonnen. Ah, ist da irgendwo Einheiten, aber das ist alles in Millionen Tonnen. Na, passt. Okay. Von der Deproduktion, danke Sage, zurück. Von der Deproduktion jetzt also weiter zum Abkühlen von T. Heißer T kühlt bei niedriger Umgebungstemperatur ab. Temperatur T, das T ist T. Nach Beginn des Abkühlungsprozesses kann bei einer Anfangstemperatur T0 und einer konstanten Umgebungstemperatur TU durch die nachstehende Funktionsgleichung näherungsweise beschrieben werden. T0 minus TU, also die Differenz von der Initialtemperatur minus der Umgebungstemperatur, dann ist da ein exponentieller Abfall und dieser Term TU ist wieder dabei. Okay, gut. Eine Tasse T mit der Anfangstemperatur T0 ist gleich 90 Grad wird in einen Raum mit einer konstanten Umgebungstemperatur von 20 Grad gestellt. Der T ist nach 10 Minuten auf einer Temperatur von 65 Grad Celsius abgekühlt. Ermitteln Sie K. Okay, also T von 0 ist in dem Fall einfach gleich das ist nicht gefragt, das steht eh da. Und T von, was steht nicht da? Nach 10 Minuten. Was ist denn T? T ist Minuten. Da sind ein bisschen zu viele Ts in der ganzen Aufgabe drin, um ehrlich zu sein. Groß T von 10 ist also gleich 90 Grad. Nicht mehr 90 Grad. 65 Grad ist es nach 10 Minuten abgekühlt. Das heißt, wenn ich das jetzt in die Funktionsgleichung einsetze, dann sind das aber nichts anderes als die Differenz von die Differenz von der T-Temperatur und der Umgebungstemperatur, das sind also 70 Grad. 70 mal E hoch minus K mal 10 Minuten plus die Umgebungstemperatur sind 20 Grad. Und jetzt haben wir da eine Gleichung stehen, die wir lösen können. Und wenn man das macht, das kann man an der Stelle entweder wieder in den Taschenrechner eingeben und der Taschenrechner löst das für einen oder GeoGebra oder wo ja immer. Oder man ist altmodisch und macht das halt händisch. 65 minus 20 ist 45. Das heißt, wir haben 45 ist gleich 70 mal e hoch k minus k mal 10. Das heißt, e hoch minus k mal 10 ist gleich 45 durch 70, das heißt, man geht logarithmieren, minus k mal 10 ist gleich ln von, oh, das wird schon ein bisschen knapp mit dem Platz da. Ich empfehle nicht, das alles da in dem Platz da irgendwo herzuschmieren, sondern man sollte das ordentlich machen. Ln von 45 durch 70 und dann wird man halt noch durch 10 dividieren durch minus 10. Dann hat man da stehen, k ist gleich ln von 45 70stel, das kennt man auch kürzen, durch minus 10. Und da kommt raus, Sage, bitte Hilfe, log von 45 durch 70
weigere mich weiterhin zu kürzen durch minus 10. Das Ganze runden bitte. Natürlich tut das nicht. 0,04. 4. Daraus folgt, schreiben Sie da her, k ist gleich 0,4418. Gerundet. Okay. Sage wieder weg. Geben Sie an, bei welcher Umgebungstemperatur TU beide T, was beide T ist? Was ist jetzt der zweite T? Achso. Nehmen Sie an, dass der ermittelte Wert von K sowohl für den Abkühlungsprozess eines Ts mit einer Anfangstemperatur von 90 Grad als auch für den Abkühlungsprozess eines anderen Ts mit einer Anfangstemperatur von 70 Grad gilt. Geben Sie an, bei welcher Umgebungstemperatur TU beide Ts in der gleichen Zeit auf die Hälfte des Wertes ihrer jeweiligen Anfangstemperatur in Grad Celsius abkühlen. Das heißt, ich möchte haben. Was möchte ich haben? Ich habe eine Gleichung. T von. Jetzt haben wir eine Gleichung. Na, T1 ist. Das ist alles schlecht, oh Gott. Ich habe die Gleichung, die da oben steht. Und die hat jetzt zwei verschiedene Werte. Also, die hat. Ich mache jetzt trotzdem mal groß T1. Für den ersten T mit Initialtemperatur von 90 Grad, das ist das, was wir gerade eben schon gehabt haben, nämlich, Moment einmal, 90 minus die Umgebungstemperatur mal E hoch minus, das K schreibe ich nicht aus, sondern schreibe ich einfach daher, KT plus die Umgebungstemperatur und T2 von T ist jetzt die andere Temperatur, die andere aus, es ist 70. 70 minus TU mal E hoch minus KT plus TU. Das ist jetzt, und jetzt sollen wir die Umgebungstemperatur bestimmen, damit das, damit sich das ausgeht, dass das genau auf die Hälfte abkühlt. Das heißt, das gleiche T, nennen wir das jetzt mal T Stern oder was, wenn ich es einsetze in T1 und T2, liefert mir einmal TU halbe und das andere mal auch TU halbe. Das heißt, als Gleichung haben wir dann also da stehen, dass 90 minus TU mal E hoch minus K mal irgendein T Stern, also irgendein fester Wert, den hätten wir vielleicht auch anders nehmen können, aber ist egal, plus TU, das gleiche ist wie TU halbe, die halbierte Umgebungstemperatur, und das ist das gleiche wie 70 minus TU, jetzt wäre da, dass wir ein bisschen verschieben müssen, sonst wird da kein Platz mehr sein. 70 minus TU, das gleiche E hoch minus KT Stern plus TU. Und diese Gleichung sollen wir jetzt lösen gehen. Und das geht wahrscheinlich, hoffentlich. Ich mache einmal. Achso, das ist schon die letzte Aufgabe da. Schön. An der Stelle könnte man es wahrscheinlich in den Taschenrechner reinklopfen. Das K hat man ja und das T Stern und das TU sind einfach zwei verschiedene Variablen aus zwei Gleichungen. Das heißt, ein besserer Rechner sollte es eigentlich mit hinkriegen, das zu lösen. Schauen wir mal, ob man es, wenn man es umdeformt, auch noch irgendwie rauskriegt. Weil was mich jetzt da gerade sehr anlacht, ist, man könnte, nachdem das gleichgesetzt wird, könnte man. Moment, was? Habe ich irgendwas übersehen?
Ja. Das stimmt natürlich. Das ist nicht TU halbe, sondern das ist die Hälfte der Anfangstemperatur. Das heißt, das da, das erste da drüben, das ist 45. Und das da drüben, das zweite, das ist 35. In dem System, so wie es vorgestanden ist, das hat keine Lösung gehabt. Okay. Ja, das. Was könnte man da jetzt Lustiges machen? Man könnte jetzt das umformen gehen. Ein bisschen zumindest. Das TU auf die andere Seite, aber das. Ich versuche mir noch drum herum zu winden, da keinen Taschenrechner zu verwenden, aber ich befürchte, man wird das einfach in einen Rechner hineinklopfen. Ja, gleichen Glück. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was Sage zu der Gleichung sagt. Man muss sich nicht immer wehren. Nennen wir das eine, ich brauche zwei Variablen. Die eine ist eine Variable t, das andere ist eine Variable klein t, egal. Und jetzt ist die eine Gleichung. Solve 90 minus t mal Exponentialfunktion von minus, das k ist noch da oben. Das könnte man eigentlich exakt annehmen, aber jetzt ist schon da. Minus k mal das kleine t, das ist unser t-Stern ist, plus das große T noch einmal, das ist in dem Fall gleich 45. Und die andere Gleichung ist fast das gleiche. Da haben wir 70 minus groß T mal Exponentialfunktion von minus k mal klein t plus groß t. Und in dem Fall ist es aber gleich 35. Und lösen würde das Ganze bitte gerne noch groß T und klein t. Okay, er wehrt sich. Kann man da wirklich nicht irgendwas. Ich meine, man könnte das eine ins andere einsetzen gehen und dann schauen, was passiert. Aber kann man das überhaupt ausformen? Meist ist das lästig. Also im Wesentlichen ist es jetzt nur ein mechanisches Problem sozusagen, weil ich wenig Lust habe, aber ich sollte eigentlich irgendwie einen numerischen Solver werfen können. Schauen wir mal, was wir kennen. Vielleicht probieren wir es mal mit SymPy. Vielleicht bringt das das zusammen. Gut. Schaut nicht so aus. Gut, das ärgert mich jetzt eigentlich ein bisschen.
Was könnte man machen? Kann man da das System reinstecken? Das ist irgendwie alles nicht besonders. Ich könnte das mit GeoGebra machen wahrscheinlich. Dass Sage das nicht kann, das wundert mich. Es kann sicherlich irgendwie. Ich weiß nicht wie. Aber die gleichen sind schon richtig. 90, 70, T. Gut, ich möchte eigentlich nicht zu viel Zeit drauf verwenden. Und wenn es nicht will, dann will es halt nicht. Das geht vielleicht. Ich kann es minimieren. Besonders schön ist es jetzt nicht, aber es hilft nichts. Achso, das ist jetzt Klein-T und Groß-T zur Verwirrung. So, und dann ist die eine Seite ist minus 45 und die andere Seite, so muss jetzt ein doppelter Druck geben, und die andere Seite ist halt das da drauf.
Und da tut man halt da wieder ein Minus her. Und dann sagt man, so, es sind jetzt zwei Komponenten. Und jetzt sage ich, ich möchte Minima. Ich möchte minimieren die Norm von f von tt und das sollte starten wo? Irgendwo. Das macht einen Sinn. Noch wie viel, was muss denn die Umgebungstemperatur circa sein? Wahrscheinlich irgendwas bei, sagen wir mal, 25. Und die Zeit, nach der das passiert, sagen wir mal 10. Ja, lovely. So, ich möchte aber schon Minimize. Import Error. Gibt's das nicht? From CP Import. Dann hast du es aber trotzdem optimized da unten. Und da sagt er jetzt einfach nur. Gut, an der Stelle muss ich wahrscheinlich zugeben, ich wäre mit GeoGebra schneller gewesen. Das ist lästig. Funktioniert das mit dem F nicht oder was ist da das Problem? Was? Da scheitert's. Pass aus. Okay. Es bemüht sich wirklich wahnsinnig, mich zu nerven. Ah, Sage hat das auch eingebaut. Oh, danke. das würde heißen, das T ist ca. 0 und die Umgebungstemperatur ist ca. 15. Das kommt mir komisch vor. Warum? Warum? Achso, da habe ich vielleicht die Parameter falsch angegeben, aber das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. 10, 25.
Was kann da noch alles falsch sein? Wenn das t circa 0 ist, das kleine t, dann ist das circa 1, dann ist das da. Rennt der in den Punkt ein? Okay. Ich mag eigentlich nicht mehr. Aber das ist eine schlechte Ausrede, das heißt, ich mache das jetzt fertig. Koste es, was es wolle. Und eigentlich hätte ich das umformen sollen und dann wäre man fertig gewesen, aber gut. Manchmal spielt man halt herum und dann verliert man Zeit. Aber es ist so. Also, umformen. Die erste Gleichung kann man umformen und ich forme das e hoch minus kt heraus. Dann steht da 45 minus tu gebrochen durch 90 minus tu ist e hoch minus kt Stern. Und auf der gleichen Seite, wenn ich es mit der anderen Gleichung mache, dann ist das 35 minus TU durch 70 minus TU. So, jetzt haben wir nur noch eine Gleichung in einer Variablen und die wird jetzt wohl hoffentlich zusammenbringen. Mein Gott, das war schwierig, gut. Minus t, und wenn es jetzt immer noch nicht schafft, dann löse ich die Gleichung händisch, weil dann war es ja nicht mehr. 90 minus t ist das gleiche wie 35 minus t durch 70 minus t. Und jetzt möchte ich es nur noch nach t lösen. Das braucht man auch alles nicht mehr. Okay, irgendwas mache ich falsch. T0 minus TU. T0 minus TU mal das E hoch minus KT mal das E minus KT plus das TU soll sein. Die Hälfte vom Wert der Anfangstemperatur. Das heißt, beim einen ist es 45, beim anderen ist es 35, von 70 auf 35. Die Gleichung ist auf jeden Fall erfüllt, wenn das TU gleich 0 ist. Oh, bei 0, das T ist ja die Temperatur, nicht die Zeit. Bei 0 Grad. Bei 0 Grad. Und was passiert dann? Wenn das gleich 0 ist, dann habe ich dann 90 mal E minus KT. Das wäre so viel billiger gegangen. Oh. Gut. Herzlichen Glückwunsch an die Aufgabe. Das war schwierig, gut. Warum wär das leichter gegangen? Die Exponentialfunktion, die da steht, t von t ist irgendein Faktor mal e hoch minus kt plus tu. Wenn man sich die Halbwertszeit davon anschaut, dann hängt die natürlich davon ab, was dieses tu ist, mit dem verschoben wird. Das k ist für beide das gleiche. Das heißt grundsätzlich, wenn dieser verschobene Faktor nicht da wäre, dann haben die automatisch die gleiche Halbwertszeit, diese beiden Funktionen. Ich mache jetzt vielleicht das Sage wieder weg, das hätte man eigentlich gar nicht gebraucht und man hätte einfach nachdenken müssen. Gut, zu stur gewesen dafür. Passiert. Das heißt, wenn ich das auf 0 setze, dann habe ich da in beiden Fällen nur noch die Initialtemperatur stehen, die 90 bzw. die 70 Grad, mal diesen exponentiellen Term. Die Halbwertszeit ist dann automatisch die gleiche, weil die nicht vom Anfangswert abhängt und nichts mehr. Sondern dann ist es genau das gleiche. Das heißt, man hätte sich überlegen können, naja, sobald der Term da oben, sobald dieses TU da, sobald das auf 0 ist,
haben, egal was die Initialtemperatur ist, hat man immer die gleiche Halbwertszeit. Gut. Ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. Manchmal gibt es ein Beispiel dabei. Okay, und das war Beispiel 25. Nächstes Beispiel. Das war mit 40 Minuten jetzt doch eine eher schwere Geburt. Ich hätte stoppen sollen, was die einzelnen Unterpunkte waren. Schauen wir, wie es weitergeht. Erderwärmung. Unter globaler Mitteltemperatur versteht man die über die gesamte Erdoberfläche gemittelte Temperatur in einem bestimmten Zeitraum unter bestimmten Bedingungen. Die Entwicklung der globalen Mitteltemperatur kann mit Hilfe von Klimamodellen prognostiziert werden. Nachstehend sind für einzelne Jahre die globale Mitteltemperaturen angeführt. Gut, das heißt, dort haben wir ein paar Jahre. Und was möchte man tun? Die Funktion T beschreibt modellhaft die globale Mitteltemperatur in Abhängigkeit von der Zeit T. T in Jahren ab dem Jahr 1900, T von T in Grad Celsius. Es gilt, T von T ist gleich A mal irgendwas minus irgendwas plus irgendwas. Mit A aus den reellen Zahlen. Bei einem bestimmten Klimamodell wird A ist gleich 2,7 angenommen. Die Funktion T hat in T0 eine lokale Extremstelle, ermitteln Sie T0. Gut, das kann ich. Dazu nehmen wir das Ding her da oben, gehen Sie mal ableiten. T' von T ist gleich 0,008 mal A mal E hoch 0,008 T. Minus 0,03. Rest fällt weg. Der Faktor kommt runter, genau. Und jetzt soll man eine lokale Extremstelle sich anschauen, wo die genau ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, dort wo die Ableitung 0 ist, dort ist auf jeden Fall eine Extremstelle. Wenn ich es nochmal ableiten würde, dann kommt da ein Term heraus, der durchgehend positiv ist. Das heißt, die Gleichung, die zu lösen ist, ist T' von T ist gleich 0. Genau dann. Wenn was passiert, wenn a mal e hoch 0,08 t das gleiche ist wie 0,03 gebrochen durch 0,08. Genau, 30 Achtel stehen auf der rechten Seite, das a kann man auch rüberbringen. Das A kann man auch rüberbringen. A. Und dann kann man logarithmieren gehen. 0,008 T ist gleich Log von ln. Ln von 0,03 durch 0,008 A. Das Ganze jetzt noch durch 0,08. T ist gleich ln von 0,03 durch 0,008. 8 gebrochen durch 0,008. Aber da ist irgendwo noch ein A, das darf man nicht verlieren. Und jetzt ist das ist die Extremstelle. Und jetzt in dem Modell, wo A gleich 2,7 ist, mal wieder einblenden, Sage, zack. Fließt das Rest, ist das jetzt ein bisschen. Tun wir das da verstecken oben. In dem Modell, wo a gleich 2,7 ist, kann man jetzt sagen, dass diese Stelle T0 ist bei Log von 0,03 durch Klammer 0,008 mal das a, das ist 2,7, Klammer zu, gebrochen durch 0,008. 41,063. T0 ist circa 41,063 gerundet. Begründen Sie mathematisch, warum gemäß diesem Modell die globale Mitteltemperatur ab der Stelle T0 immer schneller ansteigt. Naja, man muss sich nur anschauen,
Wie gesagt, das ist eigentlich genau das, was ich vorher gesagt habe. Die zweite Ableitung von dem, von der Funktion, okay, mal hinten hinschreiben, zur Unterhaltung. Die zweite Ableitung von der Funktion t2' von t ist 0,008 zum Quadrat mal a mal diese Exponentialfunktion e hoch 0,008t. Oh, das ist jetzt genau da. Also Sage brauchen wir eigentlich gerade nicht. Sorry. Zack. 0,008t. Und das ist der Term, der immer positiv ist. Egal welchen Wert für t einsetze, das ist immer positiv. Das heißt, die Änderungsrate die momentane Änderungsrate von der Steigung ist die Krümmung in dem Fall, und die ist immer positiv. Das heißt, die Funktion steigt immer schneller. Begründen Sie mathematisch, weil zweite Ableitung größer 0. Punkt. Tatsächlich ist der Anstieg, eigentlich ist der Anstieg nicht nur ab der Stelle t0 immer größer, sondern die Funktion hat halt bis dorthin noch so einen, wird so einen Trend nach unten haben, aber an und für sich wird der Anstieg von jeder beliebigen Stelle aus immer größer, weil eben die Rechtskrümmung da ist, die Linkskrümmung da ist. Gut. Verschiedene Studien nehmen an, dass die globale Mitteltemperatur ab im Jahr 2100 im Vergleich zur globalen Mitteltemperatur im Jahr 2000, also 14,31 Grad Celsius, um mindestens 1,5 Grad Celsius, um höchstens 4,5 Grad Celsius höher sein wird. Weisen Sie nach, dass die Funktion t mit a ist gleich 2,7 diese Studie mit der Annahme für das Jahr 2100 bestätigt. Naja, was soll man tun? Man soll einsetzen t in Jahren ab dem Jahr 1900, das heißt, man soll in diese Funktion dort oben t ist gleich 200 einsetzen, dann ist man beim Jahr 2100. Schauen wir mal, t von 200 ist circa gleich. Jetzt brauchen wir doch wieder Sage. Was haben wir da? Groß T von T ist gleich. Diese Konstante A, das war 2,7, wenn ich jetzt. Ja, 2,7 mal die Exponentialfunktion von 0,008 mal T minus 0,03 mal T plus 11,1. Das ist die Funktion, und jetzt setzen wir groß T, T ist gleich 200 ein. 18,47. Das sind also 18,47 Grad Celsius. Ups. Grad Celsius. Und jetzt im Vergleich zur Mitteltemperatur im Jahr 2000, 14,31, kann man das sogar exakt ausrechnen. Diese minus 14,31 sind 4,163. Differenz zur globalen Mitteltemperatur im Jahr 2000. 2000 sind die 4,163 Grad Celsius. Gut, und die Studie sagt, zwischen 1,5 und aber bis höchstens 4,5, das wäre mit 4,1, stimmt das also. Passt, bestätigt. Zweitens, geben Sie die kleinstmögliche Werte a min und den größtmöglichen Wert a max so an, dass die Funktion t diese Studien bestätigt. Okay, das können wir auch machen, das ist kein Problem. Was war die Gleichung? Die haben wir da herum stehen gehabt. Das heißt, ihr setzt das 2,7 jetzt durch eine Variable a. Dann setzen wir da wieder 200 ein
Und jetzt von dem Wert aus müssen wir bestimmen, was sind gültige Werte für a, sodass die Differenz zu dem Wert, zu dem 14,31 da, können wir gleich noch herschreiben, sodass dieser Wert jetzt da mindestens 1,5, aber höchstens 4,5 ist. Das heißt, wir können eine Gleichung in einer Variablen kriegt z hin, solve diesen Wert für das soll sein 1,5 in a bitte. Da haben wir einmal eine Lösung für a, die ein bisschen ungastlich ausschaut. Kopieren. Da haben wir einmal als Minimum haben wir 2,162. 2,162 und als Maximum das gleiche, die gleiche Gleichung von vorher, nur diesmal soll die Differenz den Maximalwert tragen, das heißt 4,5. Dann ist das a dieser Wert da hier. Und das ist numerisch 2,768. Gut, das ist der Minimal- und der Maximalwert, damit die Studie erfüllt ist. Wo war das jetzt da? Okay, das war zweitens. C. Bei der UN-Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 wurde eine neue internationale Klimaschutzvereinbarung getroffen. Globale Mitteltemperatur im Jahr 2100 höchstens 15,3 Grad Celsius betragen. Um diese Klimaschutzvereinbarung zu erfüllen, darf ab dem Jahr 2015 die mittlere Änderungsrate der globalen Mitteltemperatur, die mittlere Änderungsrate der globalen Mitteltemperatur pro Jahr höchstens um einen bestimmten Wert K betragen. Ermitteln Sie K. Was für Werte haben wir jetzt da gegeben? 2015 haben wir einen Wert von 14,72. 14,72 im Jahr 2015. Und jetzt bis 2100 darf man nicht über 15,3 im Jahr 2000, no, 2100. Das heißt, das ist ein Zeitraum von 85 Jahren und die mittlere Änderung darf also pro Jahr höchstens die Differenz von diesen beiden Werten durch 85 betragen. Das K ist also gleich die Differenz von den beiden Werten 15,3 minus 14,72 gebrochen durch die 85 Jahre. Und das ist 15,3 minus 14,72 gebrochen durch 85, 0,0682. 0,00682. Gerundet. Gut, danke. Es wird angenommen, dass die globale Mitteltemperatur ab dem Jahr 2015 linear zunimmt und die mittlere Änderungsrate der globalen Mitteltemperatur pro Jahr tatsächlich K entspricht. Geben Sie unter dieser Annahme eine Gleichung derjenigen linearen Funktion m an, die die jährliche globale Mitteltemperatur in Grad Celsius t Jahre nach 2015 modellhaft beschreibt. Gut, das ist jetzt nicht mehr so schwer. Wir haben schon alles, was wir dafür brauchen, ausgerechnet. Wir wissen, m von t in dem Fall muss sein. K ist die Steigung. Das ist diese 0,00682 mal die Anzahl der Jahre plus den Wert, den wir 2015 haben, nämlich die 14,72. Das war's. Beispiel fertig.
Gut, das war erheblich kürzer. Vielleicht habe ich mir aber einfach erheblich weniger angestellt. Aufgabe 27. Elektromobilität. Der Bestand an Elektroautos nahm in Österreich in den letzten Jahren zu. Die Gründe dafür liegen unter anderem an technischen Verbesserungen, wie zum Beispiel der steigenden Batteriekapazitäten und kürzeren Ladezeiten. Unter Batteriekapazität versteht man die in der Batterie des Elektroautos maximal speicherbare Energie E in Kilowattstunden. Diese Energie wird während des Fahrens in eine andere Energieform umgewandelt und beim Ladevorgang wieder der Batterie zugeführt. Unter Ladezeit versteht man diejenige Zeit, für das vollständige Laden einer annähernd leeren Batterie benötigt wird. Die nachstehende Grafik zeigt den Bestand an Elektroautos in Österreich für den Zeitraum vom 31. Dezember 2015 bis zum 31. August 2018. Für die Jahre 2015 bis 2017 wird der Bestand jeweils am Ende des Jahres dargestellt. Für das Jahr 2018 mit der Bestand bis Ende August. Okay. Die Differenzengleichung Bn plus 1 ist gleich Bn plus a mal a plus b beschreibt die Entwicklung des Bestandes an Elektroautos in Österreich, ausgehend vom Jahr 2015 für die Jahre 16 und 17. B0 ist der Bestand 2015, B1 ist der Bestand 2017, B2 ist der Bestand am Ende des Jahres 2016 und 17. Ja, im Wesentlichen muss man da jetzt nur a und b ausrechnen gehen. Also was haben wir? Wenn die Gleichung ist Bn plus 1 ist gleich Bn mal a plus b, dann haben wir als Gleichung da stehen. B1 ist gleich B0 mal a plus b. B2 ist gleich B1 mal a plus b. Das sind zwei Gleichungen, zwei Unbekannten. Die Zahlen haben wir ja, B1, B0 und B2. Das heißt, das ist das gleiche wie B1 ist 9073 ist gleich 5032 mal a plus b. Und da unten haben wir 14618 ist gleich 9073 mal a plus b. Das sind zwei Gleichungen, die Gleichungen können wir lösen. Ich mache das wieder mit Sage, weil ich faul bin. AB. Soll, was haben wir da? 9073 ist 5032 mal a plus b und 14618. Ist gleich 9073 mal a plus b und gelöst bitte noch a und b. Dann kommen da irgendwelche Werte heraus. Schreiben wir die vielleicht. Schauen wir mal, das mal kopieren. Was sind also a und b für Werte? Da muss man numerisch ausrechnen. 1,372 und 2168,16 gerundet. Also, was haben wir da? Ach, ich schreibe jetzt einfach die exakt. Na, es ist zu viel zu schreiben. A ist 1,3722 gerundet und B ist 2168,16. Gerundet. Zu falsch für weitere Zahlen. Zack. Berechnen Sie diese an. Was? Damit die angegebene Differenzengleichung für das Ende des Jahres 2018 zutritt, hätte der Bestand an Elektroautos im Rest des Jahres 2018 um noch eine bestimmte Anzahl erhöht werden müssen. Berechnen Sie diese Anzahl. Okay, wir setzen die Gleichung einfach nochmal ein. Also hypothetisch. B3, ist jetzt zum Anführungszeichen, müsste sein B2 mal A plus B. Wir wissen, was B2 ist. Wir wissen nämlich, dass das ist
diese 14, also jetzt sollte ich wieder Sage einschalten. Wir wissen, dass das ist diese 14, 16 mal das A, das wir da eben ausgerechnet haben. Okay, das ist echt der A, das passt schon, das gerundete. Mal A plus, ich sollte das vielleicht einfach A und B nennen, das wäre überhaupt noch besser. A und B. Und jetzt haben wir da diese 14, 6, 18 mal A plus B sind 2226,76. Was für Einheit ist das da eigentlich gewesen? Bestand der Elektroautos. Okay, das heißt, das muss auch ganz toll sein. Und was muss jetzt näher sein noch? Die 18459 minus die 18459 gibt das da minus 8. Das Ergebnis minus 18459. 3767,76. Das heißt, die gesuchte Anzahl sind 3767 oder 68, je nachdem, wie man in welche Richtung man runden will. Ganz ausgehend tut sich's nicht. Gut. Das war B. Batteriekapazität ist das Produkt von Ladeleistung und Ladezeit. Beispielsweise eine annähernd leere Batterie mit einer Batteriekapazität von 20 kWh mit einer Ladeleistung von 11 kW zu laden, benötigt man eine Ladezeit von 2 Stunden. F beschreibt die Ladezeit F und P einer Batterie mit Batteriekapazität von 22 kWh in Abhängigkeit von der Ladeleistung P. Geben Sie F und P an. Oh, jetzt muss ich lesen. Die Ladezeit. Die Ladeleistung sind die 11. Also das heißt, man hat da Kapazität. Kap ist gleich Leistung mal Zeit. Und jetzt hat man da die Leistung als Funktion und möchte was haben. Die Ladezeit. Das heißt, das ist die Kapazität. Das sind die 22 Kilowattstunden durch die Leistung. Das sind P. Einfach durch Umformen von dem da herum. Zeit ist Kapazität durch Leistung. Gut. Die typische Ladeleistung einer privaten Ladestation liegt im Leistungsintervall 2,3 Kilowatt. Und 3,7 Kilowatt. Geben Sie eine Batterie mit einer Batteriekapazität von 22 Kilowattstunden das jenige Zeitintervall der Ladezeit an, das diesem Leistungsintervall entspricht. Naja, die Funktion haben wir schon. Wir gehen Zahlen einsetzen. 22 durch, was ist das eine? 2,3. Und das andere war 22 durch 3,7. Da kommen zwei Zahlen außer. Das eine sind 5,94. Aufpassen, dass man es richtig herum hinschreibt. 5,946 gerundet. Das wollte ich jetzt aufpassen, wieder ein Punktel machen. Und das andere sind 9,565 gerundet. In Stunden. Für die Fahrt eines Elektroautos auf einer bestimmten Teststrecke wird modellhaft angenommen. Die gesamte Teststrecke wird mit einer konstanten Geschwindigkeit durchfahren. Es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen dem Energiebedarf und des Elektroautos und der jeweiligen konstanten Geschwindigkeit. Dieses Elektroauto hat bei einer konstanten Geschwindigkeit von 70 km/h einen Energiebedarf von 12,9 kWh. Bei einer konstanten Geschwindigkeit von 110 km/h hat es einen Energiebedarf von 20,9 kWh. Und jetzt tun wir die Funktion E anschreiben. Für die Geschwindigkeit V zwischen 50 und 130. Okay, warum die zwischen 50 und 130 ist, ist 20 rauf oder runter von mir aus.
Gut. Das heißt, was haben wir? Wir haben eine Funktion, es ist ein linearer Zusammenhang. Das heißt, wir wissen, dass e von v gleich irgendeiner Konstante k mal v plus d ist. Wir wissen, der Energieverbrauch bei der Geschwindigkeit von 70 km pro Stunde ist 12,9. Wir wissen, der Energieverbrauch bei 110 km pro Stunde ist 20,9. Und den Rest macht die Computeralgebra. KD. Wir haben also als Gleichungen Solve 12,9 ist gleich 70 mal k plus d und 20,9 ist 110 mal k plus d. Und das Ganze gern bitte für k und d. Ein Fünftel und minus 11 Zehntel. Das heißt, die Funktion, die gesuchte ist 0,2 mal v, oder schreiben wir es als Fünftel und Ding hin. Wobei, na, 0,2, das ist ein Fünftel mal v, minus 11 Zehntel minus 1,1. Minus 1,1. Gut. Seht schon fertig. Die Batterie dieses Elektroautos hat eine Batteriekapazität von 41 Kilowattstunden und ist vor dem Durchfahren der Teststrecke vollständig geladen. Nach dem Durchfahren der Teststrecke sind in der Batterie noch 30,2 Kilowattstunden gespeichert. Ermitteln Sie die konstante Geschwindigkeit V1, mit der die Teststrecke durchfahren worden ist. Der Energiebedarf ist es einfach die Differenz wahrscheinlich, ja. Das heißt, wir schauen uns erst an, wie viel ist verbraucht worden. Die verbrauchte Energie ist jetzt genau die 41 minus die 30,22. Das sind, das kann man fast im Kopf machen. Das würde fast im Kopf gehen. 41 minus 30,22 sind 10,78. Ah, 7,8, nicht 7,5. 10,78. Und jetzt möchte ich also haben, dass V für das gilt 10,78. Also die Energie ist gleich 0,2 mal V minus 1,1. Und wenn ich das umforme und ausrechne, dann sind das also 10,78 plus 1,1 und das Ganze durch 0,2, also mal 5, sind 49,4 km/h. Daraus ergibt sich, V ist 59,4 km/h. Und das war Aufgabe 27. Gut. Eine noch. 28. Müsli-Riegel. Ein neuer Müsli-Riegel steht vor der Markteinführung. Der Hersteller produziert 100.000 Stück davon. Auf allen Verpackungen der Müsli-Riegel wird die Möglichkeit von Sofortgewinn angekündigt. War Wahrscheinlichkeitsbeispiel, das hat mir gefallen. Die jeweilige Höhe des Sofortgewinns kann man nach dem Öffnen der Verpackung auf deren Innenseite ablesen. Der Hersteller des Müsli-Riegels gibt an: 9.000 Sofortgewinne zu je 2 Euro, 900 Sofortgewinne zu je 5 Euro und 100 Sofortgewinne zu je 65 Euro ausgezahlt. Die Verteilung der Müsli-Riegel erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Das stimmt üblicherweise nicht, aber bitte. Ist jetzt halt so. Unter Berücksichtigung aller Produktionskosten kostet jeder der 100.000 Müsli-Riegel in der Produktion durchschnittlich 1 Euro. Der Verkaufspreis soll so festgelegt werden, dass für den Hersteller ein Gewinn von mindestens 80.000 Euro erzielt wird, wenn nach dem Verkauf aller Müsli-Riegel alle Sofortgewinne ausgezahlt werden müssen. Alle Müsli-Riegel haben den gleichen Verkaufspreis. Naja, das heißt. Achso, ich soll zuerst die Aufgabe lesen. Ermitteln Sie den kleinstmöglichen Verkaufspreis P des Müsli-Riegels. Wenn 100.000 Müsli-Riegel verkauft werden, dann haben wir P mal 100.000 Ertrag.
Und von dem müssen jetzt die Sofortgewinne abgezählt werden. Das sind 9.000 mal 2 Euro minus, Klammer auf, 9.000 mal 2 plus 900 mal 5 plus 100 mal 65. 100 mal 65. Und das, was dort herauskommt, das soll größer gleich 0 sein. Das soll größer gleich 0 sein. So, gehen wir es ausrechnen. Schauen wir mal, was diese Klammer da ist. Das ist jetzt da. Achso, ist es jetzt noch da. 9000 mal 2 plus 900 mal 5 plus 100 mal 65 ist 29.000. Das heißt, das ist P mal 100.000 minus 29.000 ist größer gleich 0. Und wenn man das jetzt umformen geht, dann hat man da stehen, dass P größer gleich sein muss als 29, 3 Nullen kürzen, Hundertstel. Das heißt, das sind 0,29. Okay, das heißt, der Minimalverkaufspreis müssen 29 Cent sein. Steht da irgendwo was von Produktionskosten? Ah, ja, steht. Das hätte man vielleicht zuerst lesen sollen. Das heißt, es muss um 1 Euro verschoben werden, alles, weil da noch ein minus 100.000 abgezogen werden muss. Das heißt, da nochmal minus 100.000, das sind die Produktionskosten. Und das soll jetzt größer gleich 0 sein. Das ändert jetzt fast nichts, sondern da unten kommen nochmal minus 100.000 dazu. Und dann sind das jetzt da halt, ist größer gleich 0, genau dann, wenn das P größer gleich ist als, jetzt sind es halt 129.000 durch 100.000. Also 129 durch 100, das sind also 1,29. Jetzt stimmt's. Also 1,29 muss es sein. Geben Sie an, um wie viel Prozent der kleinstmögliche Verkaufspreis P gesenkt werden kann, wenn man die Müsli-Riegel ohne Gewinnspiel verkauft und der Gewinn trotzdem mindestens 80.000 Euro ausmacht. Moment einmal. Okay, dritter Versuch. Es soll nicht größer gleich 0 sein, das wäre ein Nullsummenspiel, sondern es soll Gewinn dabei ausschauen. Das heißt, es sollen da der Wert soll sein mindestens 80.000. Lesen ist langsam schon echt schwer. 80.000. So, jetzt sind das dann 180.000, dann nochmal 29.000 dazu, sind also 209.000. Ist also genau dann, wenn der Preis größer gleich ist als 209 durch 100. 209 durch, ja, passt schon durch 100. Und das ist also 2,09. Jetzt aber wirklich. So, um wie viel kann der kleinstmögliche Verkaufspreis gesenkt werden, wenn man ohne Gewinnspiel verkauft und der Gewinn trotzdem mindestens 80.000 Euro ausmachen soll? Naja, schauen wir uns an. Naja, die neue Gleichung ist dann der Verkaufspreis mal die 100.000. 100.000. Minus die 100.000 Produktionskosten soll größer gleich als 80.000 sein. Umformen, tralala. B ist also in dem Fall größer gleich als 1,80 Hundertstel. Und das sind gleich 1,80. Das heißt, der minimale Verkaufspreis in dem Fall sind 1,80 und jetzt müssen wir uns nur noch ausrechnen, die prozentuelle Änderung von 2,09 auf 1,80 und das ist Anteil durch Grundwert mal 100. 1,80 durch 2,09 mal 100 ist gleich, Taschenrechner hilf, 1,80 durch 2,09 mal 100. 86%, also es kann auf 86% gesenkt werden, der Verkaufspreis.
86,12 auf 86% vom ursprünglichen und es sind dann also um 14% circa. Circa um 14%. Ah, man sieht schon wieder nichts. Gut. Okay. Zufallsvariable X beschreibt die Höhe des ausgezahlten Sofortgewinns pro gekauften Müsli-Riegel. Ermitteln Sie den Erwartungswert. Das habe ich eigentlich gedacht, das kommt, ja. Gut, also was wissen wir? Wir haben €0, 2 €, 5 €, 65 Euro. Und das Ganze in Stück haben wir, für die 2 haben wir 9.000. Da haben wir 900 für die 5 Euro und 100 mal die 65 Euro. Und den Rest, das sind also die 100.000 minus 9.000 minus 900 minus 5, minus 100 sind genau 90.000. Achso, das hätten wir. Ja, okay. 90.000. Und jetzt geht man das einfach zusammenzahlen. Also jetzt geht man das aufgewichten und dann durch die 100.000 dividieren. Und dann kriege ich raus, dass der Erwartungswert von der Zufallsvariablen gleich ist eben 1 durch 100.000 mal 0 mal 90.000, das ist einfach 0 plus 2 mal 9.000 plus 5 mal 900 plus 65 mal 100 und das ist 2 mal 9.000 plus 5 mal 900 plus 65 mal 100 und das Ganze durch 100.000. Sind 29 Hundertstel oder 0,29? 0,29 ist der erwartete Gewinn. Man muss jetzt natürlich noch den, wenn man es vollrechnen wollte, dann müsste man noch den Verkaufspreis jetzt abziehen, um die erwarteten Kosten oder den insgesamt die erwarteten Ausgaben für den Kunden zu kriegen. Aber gut. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der der Kunde mindestens einen Sofortgewinn erzielt. Ah, da steht noch davor, er kauft vier Müsli-Riegel. Das heißt, die Gewinnwahrscheinlichkeit P ist in dem Fall 100 plus 900 sind 1000 plus 9000 sind 10.000. Sind 10.000 durch 100.000 ist ein Zehntel. Also jeder zehnte Müsli-Riegel hat quasi einen Sofortgewinn. Dann ist es eine binomial verteilte Zufallsvariable mit n ist gleich 4 und p ist gleich ein Zehntel. Und jetzt möchte ich wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Variable x kleiner gleich mindestens einen, größer gleich 1 ist. Das ist gleiche wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass sie gleich 0 ist. Ist das gleiche wie 1 minus dass man keinen Gewinn macht, da muss man 4 mal schlecht sehen, also 9 Zehntel hoch 4. Und das ist 1 minus 9 Zehntel hoch 4, 0,34. Ist circa 0,3439. Ach so, ist es so genau. Ist nicht gut. Egal. Okay. Aus Erfahrung, das letzte Beispiel, aus Erfahrung weiß man, dass 95% der Müsli-Riegel eine vorgegebene Mindestmasse haben. Eine Zufallsstichprobe von 1000 Müsli-Riegeln wird ausgewählt. Die binomial verteilte Zufallsvariable Y beschreibt dabei die Anzahl der Müsli-Riegel in dieser Zufallsstichprobe, die die vorgegebene Mindestmasse haben. Erstens ermitteln Sie die Standardabweichung Sigma von Y der Zufallsvariablen Y. Die Standardabweichung von einer binomial verteilten Zufallsvariable
95% ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, das heißt, man hat da die Wurzel aus n mal p mal 1 minus p, 1000 mal p, 0,95 mal 1 minus p, 0,05. Und das ist 1000, 0,05, 0,95, 6,89. 6,892 gerundet. Interpretieren Sie das Ergebnis der nachstehenden Berechnung im gegebenen Kontext. Das ist das letzte. Ja, das ist das letzte. Die Wahrscheinlichkeit, dass y größer gleich 933 ist, ist ca. 99%. Was nichts anderes heißt, als dass von den 1000 zufällig ausgewählten Müsli-Riegeln, dass von denen. Achso, Moment, da muss ich jetzt wahrscheinlich einfach die. Moment. Ah, das wird der Sigma-Grenze sein. Der Mittelwert sind 950. Also 1000 mal 0,95 sind 950. Und von diesen 950 geht man jetzt wie oft runter? Wahrscheinlich 3 mal 3 Sigma. Achso, ja, es ist circa 7, 7, ja, es ist circa 21. Also, es ist, Moment mal, es ist circa 18. Ja, passt schon, passt schon, passt schon. Ich bin jetzt einfach schon komplett fertig. Das sind 17 auf die 950. 17 ist. Es ist vielleicht doch einfach keine Sigma-Grenze. Oder zumindest nur die. Es ist ja nur die halbe. Okay, die Aussage irritiert mich. Ich habe gedacht, nachdem das Sigma da angegeben ist, muss irgendwas Relevanteres sein, aber es schaut irgendwie nicht so aus. Oder eben mit Stoffer tippt, das kann natürlich auch sein. 1000, 0,05, 0,95, na, schaut nicht so aus. Keine Ahnung. In dem Fall dann egal. Dann sagen wir einfach, dass die Wahrscheinlichkeit, dass von den 1000 Müsli-Riegeln mindestens 933 die erforderliche Mindestmasse haben, ist ca. 99%. Wahrscheinlichkeit, dass 399, mindestens 399, 933 der 1000 ausgewählten Riegel Mindestmasse haben. Ist circa 99%. Gut. Und stopp. Zwei Stunden 25. Wobei man wegen der Blödelei bei Beispiel. Man muss eben auf die Zeit schauen. Bei Beispiel 25 wahrscheinlich circa eine halbe Stunde verloren oder 20 Minuten mindestens verloren haben. Also es ist, ja, unter besseren Sternen wäre das in 2 Stunden möglich gewesen. Gut. Was mich jetzt interessiert ist, was davon stimmt jetzt eigentlich? Was davon stimmt jetzt eigentlich alles genau? Das heißt, ich möchte eigentlich jetzt geschwind auf die Seite von der Matura gehen. Schauen wir mal, ob ich das leicht zusammenkriege. Matura GVAG. Dann braucht man. Das sollte ich vielleicht herzhaken. Das wird jetzt wieder eine Herausforderung, das gleichzeitig zu machen, alles, aber es wird irgendwie gehen. Downloads. So, dann ist das, glaube ich, irgendwo auf der fünften Seite schon.
oder auf der vierten. Mathematik AHS, zweiter Nebentermin. Details, Korrekturheft. So, dann habe ich da jetzt das zugehörige Korrekturheft. Schauen wir mal, ob ich das jetzt da noch ein bisschen. Ups. So muss passen. So. Vielleicht sogar ein bisschen kleiner, weil. Das wollen wir eigentlich so sehen. So, und jetzt gehen wir da mal Beispiel 1 aufmachen. Aufgabe 1. Wo ist Aufgabe 1 gewesen? Da. Das war das Dreieck, stimmt. Dreieck, die Antwort war 5, 6. Die richtige Antwort ist 5, 6. Das hätte mich jetzt gewundert. So, und jetzt scrolle ich da gleichzeitig und da scrolle ich auch weiter. Aufgabe 2. Die Antwort ist das Intervall 3 unendlich. Die richtige Antwort ist das Intervall 3 unendlich. Passt. Aufgabe 3. Der Radfahrer. Die zweite und die vierte. Die zweite und die vierte. Passt. Aufgabe 4. Aufgabe 4. Halb und 3. Halb und 3. Aufgabe 5. T ist gleich 1. T ist gleich 1. Aufgabe 6. Die Leiter. 6,385. 6,385. Aufgabe 7. 0 bis 6370. 0 bis 6370. Aufgabe 8. FACE. Face. Sicher Easter Egg. 9. Die erste Eigenschaft. Passt. 10. Polynomfunktion, fünften Grades mindestens eine Wendestelle. Fünften Grades mindestens eine Wendestelle. Passt. 11. So schaut meine Skizze aus. Na bitte. Schaut nicht so schlecht aus. 12. Ah, wo bin ich da jetzt? 12 da. A ist gleich 3, B ist gleich minus, B ist gleich B halbe. 90 Grad. Ja, es hätte da alles sonst gestimmt. Gut, also 3 und B halbe. 3 und B halbe. Passt. 13. Das erste und das dritte. Das erste und das dritte. Ja, passt. 14, 1,1 Grad Celsius pro Minute. 1,1 Grad Celsius pro Minute. 15, die Sonnenblume. Das dritte und das zweite, das dritte und das zweite. Da ist die Lösung fürs 16er. Das ist die Lösung für 16er. Passt. 17. Spannend wird es erst bei den Teil 2 Aufgaben. Ah, und bei der anderen, wo ich mich geweigert habe, irgendwas hinzuschreiben. Genau, das ist die feinere Untersumme. Die feinere Untersumme und das Integral. Feinere Untersumme und Integral. 18. Die Dehnung der Schraubenfeder. 0,128 steht in der Lösung. 0,128 steht da. 19, die erste, das zweite und das dritte. 19, das zweite und das dritte. Passt.
20. P ist gleich B durch A. P ist gleich B durch, ups, da. Da war's, B durch A. Passt. 21, das zweite und das fünfte. 21, das zweite und das fünfte. Passt. 22. N ist gleich 800. Und das kann ich mir erinnern. 800. Stimmt. 23. 12,33. Die kann ich mir, glaube ich, auch erinnern. Ja, 1, 2, 3. Passt. 24. Gamma ist 90%. 0,9 haben wir rausgekriegt, dass es Gamma ist, habe ich verschwiegen, aber es wird trotzdem passen. Eine mögliche ja genau, das kann man natürlich auch direkt in der Skala da drin berechnen, das geht genauso. Genau. 0,90. Gut, das heißt, die 24 Teil 1 Aufgaben, die passen alle. Jetzt kommen wir zur nächsten, Teil 2 Aufgabe. So, das erste, die Exponentialfunktion. Exponentialfunktion steht da, passt. A2, 38,21. Keine Ahnung mehr, was für Zahl ich hingeschrieben habe. 38,21 steht da, passt. Teil B, 1 t Sechstel plus 1,55. A Sechstel t plus 1,55 steht genau da, passt. B2, 2013, 0,33. Oh, habe ich da ein 0 vergessen? Oh. Ihr müsst mir wahrscheinlich streng genommen da jetzt einen Punkt abziehen. Wahrscheinlich habe ich einfach falsch abgeschrieben. Was steht denn da? Sehen wir das noch irgendwo? Das war vor den schlimmen Zeiten. Tatsächlich, ich habe den wohl einfach falsch abgeschrieben. Eine österreichische Krankheit. So, wo war er da? C1 0,044. Ich habe keine Ahnung mehr, was da gefragt war. Aber das K ist 0,044. 0,441, das passt. Ah, schon wieder ein 0. Okay, jetzt wird es langsam bedenklich. Aber das steht sicherlich auch noch da. Ja, tatsächlich. 0,044. Gut, also zweimal eine 0 übersehen. Ein paar Mal geht es vielleicht noch. Schauen wir mal. Achso, falsches Ding, da kann man nicht schauen. C2, ja genau. So hätten wir es einfach direkt machen sollen und nicht blöd herumtun sollen. Das hat wahrscheinlich 25 Minuten oder was gekostet. Müsst ihr im Video dann noch schauen, aber später. Die Antwort war dann zum Schluss die richtige, also von dem her passt. 26. Genau, was haben wir da? A. 41,06 passt. A2 links gekrümmt, passt. Für alle T, was hat T0 der Graph links gekrümmt, ist das. Ist er aber für die anderen auch schon. Komisch. Egal. B, da haben wir 18,47 und das sind. Wo ist denn das da? 18,47, das bestätigt also, passt. Für zweitens A min und A max 2,162 und 2,768 passt. Lösungserwartung, das nächste C. Da haben wir die 0,00682 passt. Und das war einfach, weil das war 0,068 t plus 14,72. Passt auch. 27, die Elektromobilität. B1, B2, genau, das A und das B.
Wo ist denn das? Da. 1,37, 2,168, 8,1. Passt beides. Und da haben wir 3,767. 3,767, das steht auch da. Passt. Lösungsschlüssel. Brauchen wir nicht. Passt. Batteriekapazität. Da war das 22 durch P, das habe ich schon gesehen, das passt. Und da haben wir die 5,94 und 9,56, die stehen irgendwo da. Da 5,94, 9,56, passt. Lösungserwartung, C. 0,2 V minus 1,1, 0,2 V minus 1,1. Und die Energie 49,4. 49,4, passt. Letztes Beispiel, 28. Wie viel kann nicht mehr passieren? Ah ja, das war das Beispiel, wo ich mich 8 mal verrechnet habe vorher. 2,09, steht da, jawohl, 2,09. 1,80 ist 1,80, steht auch da, passt. 13,9, ca. 14%, passt. Erwartungswert 0,29. 0,29 steht da. Und da haben wir 0,34 circa. 0,34 passt. Ja, näherungsweise Berechnung. Es ist näherungsweise wie im Alpha, das passt schon. Unser letzter. Jetzt bin ich gespannt, was da die Antwort sein wird. Das waren die 6,89, das passt. Und die mögliche Interpretation, okay, das hat nichts mit dem Sigma zu tun gehabt, das war nur eine falsche Fährte an der Stelle. Wahrscheinlichkeit mindestens bei 33 Müsli-Regel und so weiter und so fort. Passt. Das heißt, mit einer strengen Bewertung wären das zwei Punkte Abzug für zwei vergessene Nullen. Der Rest hat gepasst. Insgesamt, das, was mich geärgert hat, war dieses eine Beispiel mit der Gleichung, weil es mein Rechner zusammengebracht hat. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie ich es reingeklopft habe. Das war ein ziemlicher Zeitverlust. Sonst bei den Zeiten, müsst ihr mal schauen, was haben wir da alles? Ja, das ist alles irgendwie 5 Minuten, 2 Minuten. Die Teil 1-Aufgaben, die halten sich eh alle ziemlich im. Da Aufgabe 9 war ein bisschen länger. Aber alles im Wesentlichen in diesem 5-Minuten-Fenster. Hinten raus, glaube ich, habe ich ein bisschen länger gebraucht, vor allem bei den Aufgaben mit der Wahrscheinlichkeit und mit dem. Ja, genau, da habe ich einmal 10 Minuten gebraucht für dieses Konfidenzintervall-Dings, weil ich da ein bisschen ungeschickt bin. Genau, und dann das, was der große Zeitverlust war, war Aufgabe 25 im Teil 2. Das waren doch fast 40 Minuten. Die anderen Teil 2-Aufgaben waren mit ca. 15 Minuten jeweils. Ja, 15 Minuten jeweils. Eigentlich ganz okay. Von der Schwierigkeit her ist es mir jetzt nicht arg vorkommen, aber es ist recht normal, dass gegen Ende die Konzentration einfach ein bisschen nachlässt und das Ganze ein bisschen anstrengender wird. Gut, das war die Matura. Mehr habe ich dazu, glaube ich, einfach nicht zu sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Der nächste Haupttermin ist im Mai. Bis dorthin.